Anwenderin, wie kann ich fremde Softwarepakete bei mir am besten strukturiert einbinden auf unbekannten Systemen auch oder auf anderen Systemen. Ja. Fangen wir kurz damit an. Also ich bin selbst Mathematiker, daher auch vielleicht einfach das Grundproblem, wir wollen irgendeine mathematische Gleichung lösen. Das können wir einfach an C++ implementieren. Und ohne Bildsysteme könnte man sagen, gut, wir nehmen einfach ein Makefile. Wir wissen, wo unsere eigene Software liegt, binden das einfach ein in das Makefile, das gibt zum Make vorgegebene Variablen, wie dann gebaut wird, nach welchen Regeln und so weiter. Muss man natürlich die Regeln kennen und dann sieht das Ganze recht einfach erstmal aus. Wenn wir jetzt überlegen, wir gehen einen Schritt weiter, wir haben jetzt einfach eine Bibliothek gehabt, funktioniert ja recht einfach, man hat ja nur eine Header-Datei gehabt. Und dann, wenn wir jetzt sagen, wir nehmen eine Basisbibliothek, also unsere Ausgangsbibliothek, die Antenne 4 bietet Anwendung zu Sweet Spark an. Das ist praktisch der direkte Löserbereich für die Lösung von linearen Gleichungssystemen mit Spark-Struktur. Dann wird es, wenn man zum Beispiel Sweet Spark nimmt, mit statischen Bibliotheken schnell mal so eine Kaskade von linker Anweisung, weil die auch die Reihenfolge eine Rolle spielt, zum Beispiel. Dann kommt auch sowas raus wie, naja, auf meinem System sieht das jetzt mal so aus. Auf einem anderen System kann das alles schon wieder völlig anders sein. Und da ist dann auch mein Gedanke, an den Bildsystem reinspringen, dass ich sage, wenn ich jetzt meine Bibliothek für mich entwickle, mein Programm, ich möchte es anderen Leuten geben, wo finde ich bei denen die Bibliotheken wieder? Das hängt teilweise von Distributionen ab, das hängt davon ab, wer das ganze Paket baut. Wo finde ich dann auch deren Unterabhängigkeiten jeweils wieder? Und wenn ich sage, ich entwickle mein Programm selber für mich unter Linux, andere Linux nutzen, wie bauen wir die ganzen Programme, wie sieht das bei denen am Ende aus? Das ist mit Makefile, gut, da gibt es GNU-Make, kann man MinGD verwenden, wenn man NMake hat, sieht das alles wieder ein bisschen anders aus. Ja, das sollte eigentlich von dem Bösen-Thema mit abgefangen werden. Und ein Vorteil auch von CMake ist, dass ich einen Wrapper habe um die Bildsysteme selber. Also wenn ich Make habe, habe ich ein Make, dann kann ich mit VI die Makefiles bearbeiten und dann war es das. Wenn ich jetzt als Entwickler gewohnt bin, mit Visual Studio, mit Eclipse, mit Xcode oder was weiß ich zu arbeiten, kann ich mit CMake einfach sagen, ich baue mir für meine eigene gewohnte Umgebung einfach nur ein Zwischensystem und kann dann mit meiner Umgebung arbeiten. Das ist gerade noch ein Vorteil dabei. Ja. Kurz zur Struktur von CMake selber. Die ganze Konfiguration in einer einzigen festen Datei, nicht analog zu Autotools. Man hat ein Makefile AM, man hat ein und weitere Skripte mit dazu. Dann ist die Syntax etwas gemischt. Also Variablen hängen von der Groß- und Kleinschreibung ab, die Variablen Namen. Bei Funktionen und Argumenten, was man aufruft, ist es wiederum völlig egal, ob man groß oder klein schreibt. Gut. Dann die grundlegenden Befehle, um ein Projekt aufzusetzen, einfach, ich muss dem Projekt am Anfang einen Namen geben. Dann Variablen setzen ist hier mit einer Setfunktion statt einem einfachen Ist-Gleich. Wenn ich analog zu Make sagen möchte, ich habe irgendein Input-Verzeichnis, sei es über Input-Directories, Bibliotheken oder auswählbare Programme sind mit Add-Befehlen darzustellen, also einfach nur den Namen, wie das am Ende heißen soll, dann die Quellen dazu. Wenn ich da auch noch Abhängigkeiten beschreiben möchte, gerade kann ich von Bibliotheken zum Ende über die Target-Link-Libraries vorgehen. Und zur weiteren Solarisierung, sagen wir, ich habe ein Projekt, was von Unterprojekten wieder abhängt oder wie ich es selber strukturiert habe, kann ich mit Verzeichnissen das Ganze aufbauen. So als einfaches Beispiel, das wir vorher hatten mit dem Makefile, würden wir sagen, wir geben dem Ganzen einen Namen, haben hier so einfach nur für die Warnung, das muss man nicht weiter beachten. Man könnte am Anfang sagen, wir setzen eine Variable für die Basis von eigener Software, setzen wir unsere Input-Verzeichnisse und fügen unser Programm hinzu. Was man hier auch schon wieder sieht, die Anfangsidee, dass man systemunabhängig ist, ist natürlich mit solchen Primeleien, naja, nicht wirklich gegeben. Man würde ja praktisch die Konfiguration des Projektes jedes Mal ändern, nur wenn man auf irgendeinem anderen System ist. Deswegen erschlägt man das eigentlich mit sogenannten Find-Befehlen. Das heißt, ich kann unabhängig vom Betriebssystem sagen, wo fragen, wo sind Bibliotheken, wo sind bestimmte Dateien, finde eine Datei mit einer bestimmten Pfadstruktur oder allerletzte finde ein komplettes Paket, also sprich Input-Pfade dazu, Bibliotheken dazu, Abhängigkeiten
und so weiter über Fine Package. Ja. Und nochmal als Gott als Beispiel, wir suchen einfach wieder die MTL heraus, diesmal suchen die MTL mit entsprechenden Abhängigkeiten zu der USB-Bus-Bibliothek und fügen einfach die Texte zu. Und vom Handling her eben auch betriebssystemunabhängig und daher relativ einfach. Einfach mal um zu zeigen, wie die Struktur dazu aussieht. Guckt man, also das macht die alten Dateien. Das MIG-File, und das sollte reichen. Ja, man kann es einfach machen über den SIGNET-Punkt. Der Punkt ist hier relevant, weil SIGNET hat immer eine Aussage braucht, wo liegen meine eigentlichen Quellen, was will ich eigentlich konfigurieren. Das würde ich später noch mal genauer zeigen. Also man kann einfach SIGNET nehmen, der sucht dann den Compiler raus und bringt auch gleich die passenden Fehlermeldungen dazu. Das heißt, die haben jetzt einen C- und C++-Compiler gefunden und über hatten angefragt, wo die MTL liegen soll. Ist in keinem Standardpfad, also müssen wir ihm irgendwie sagen, wo das ist. Da empfehle ich, einfach was halb Grafisches zu verwenden. Es gibt es ganz andere grafischen Versionen, ist am Ende Geschmackssache. Und dann kann man dem sagen, wo die Bibliotheken liegen sollen. So. Und die gesamte Konfiguration läuft automatisch durch. Das findet die MTL selber, findet heraus, okay, ich habe irgendwo einen Blas rumliegen, mit einem Umpack mit sämtlichen Abhängigkeiten dazu. Findet auch Blas. In dem Fall ist das Netlib Blas, wenn ich auf HPCs bin mit MKL und ähnlichen, funktioniert das in der Regel auch. Out of the box werden die zusätzlichen kryptischen Namen, was auch immer jeweils dahinter steckt, selbst rausgesucht. Finde ich wesentlich. Das nutzt das ziemlich krümelig. So, dann haben wir das Ganze generiert. Es ist auch unten im letzten Teil beschrieben, was dann zu drücken ist, ob man konfigurieren muss oder generieren muss. Von daher finde ich von der Bedienung her auch recht einfach. Und im letzten Schritt kann man wie mit Make einfach alles nochmal bauen. Also SIGNET ist in der Hinsicht eher wirklich ein Wepper. Ein Wepper um Make nochmal oder ein Wepper um andere Bösesysteme, um das zu verwenden. Jetzt nicht analog zu Scons, wo man eigentlich mit Bauen und Konfigurieren alles in einem hat. Ja. Persönlich auch die Pathgestaltung, solange alles grün bleibt, und wenn dann ein Executable rauskommt, sieht man, was rauskommt. Ja. Soweit die grundlegende Struktur. Und dann, was jetzt hier auch raushalten, einfach mal das Anfangsproblem, dass unsere Beschreibung des eigentlichen Binaries, das wir haben möchten, abhängig davon ist, auf welchem System wir sind und wo wir sind, haben wir das jetzt getrennt. Dann würde ich jetzt gerne als Beispiel darauf eingehen, wie SIGNET eigentlich verschiedene Pakete findet oder auch wie die Struktur davon aussieht, welche man das am Ende aufbaut. Von der Struktur her gibt es zwei Ansätze durchzuführen. SIGNET sucht im Wesentlichen bei Paketen einfach nur nach zwei verschiedenen Dateinamen. Entweder nach einem Parent, einem genau den gleichen großen und Kleinschreibung abhängigen Paketnamendateien oder der entsprechenden Konfigversion. Also man muss praktisch nur die passenden Dateien generieren, dann sind die Pakete formal erstmal da für SIGNET und gefunden. Der Unterschied zwischen beiden ist der, wenn ich die Konfiguration habe, weiß ich, wo mein Projekt am Ende liegt, was ich gesucht habe. Wenn ich diese Datei finde, weiß ich eigentlich noch gar nichts. Ich bin als Entwickler von den Paketen dafür verantwortlich, den Rest des Systems nochmal zu durchsuchen. Deswegen vorzuge ich persönlich die Version, weil ich ja, wenn ich eine Installation vornehme, schreibe ich ja meistens bei den Paketen vor, wo ich das habe, meine Konfiguratoren, wo liegen relativ dazu meine Input-Dateien, wo liegen relativ dazu meine Bibliotheken. Damit einfach, was ist das Spiel. Im Endeffekt macht man auf der Seite das Gleiche wieder. Man durchsucht das System, sucht seine Bibliothek, was man hat. Wenn man was nicht findet, schreibt man entsprechende Fehlermeldung. Eingebürgert hat die Optimic-Variante als Kommunikation nach außen an sowas, dass ich sage, ich habe mein Paket. Wenn ich jetzt von irgendwas abhänge, lege ich entsprechende Variablen fest, setze die auf True oder False, dass der Nutzer im Nachhinein nochmal nachschauen kann, was wurde gefunden, was habe ich eigentlich für Definitionen notwendig, um meine Pakete zu verwenden
Was, wo liegen meine Inputsale und wo liegen die Bibliotheken mit sämtlichen zusätzlichen Abhängigkeiten nochmal? Wenn die Struktur, wie sie hier steht, hat erstmal so im Wesentlichen eingebürgert. Wird von DMEC aber auch nicht vorgeschrieben. Kurz als Strukturidee. Das kann man vorführen, wenn man dann sagt, wir hatten unseren alten Code, der hat die MTL gesucht, der hat praktisch unser Problem gelöst. Und jetzt möchten wir dazu sagen, wir haben, suchen uns irgendwas, was eine Ausgabe dazu generiert. Und das besteht am Ende ja aus zwei Teilen. Wir haben zum einen unsere, sag mal, Ausgabebibliothek, das ist der Dateiname, und zum anderen das, was wir verwenden müssen. So, fangen wir an mit. Das, unser Ursprungsproblem bleibt wieder genauso, wie es vorher war. Wir suchen halt nur weiter wieder unser I.O., unser Projekt, das wir konfigurieren möchten, und binden das am Ende einfach nur ein. Und die Konfiguration dazu baut man recht einfach auf. Ich habe die I.O.-Bibliothek so geschrieben, dass sie von der MTL wieder selbst abhängt, deswegen suchen wir sie am Anfang einfach. Dann bastel ich mir ganz gerne sogenannte Sicherheiten ein. Ich weiß, wo meine Bibliotheken liegen sollten. Wenn sie nicht da sind, schmeiße ich am Ende eine Fehlermeldung. Also einfach damit der Nutzer, wenn doch irgendwas anderes noch schief gegangen ist, eine Fehlermeldung hat. Am Ende, mittendrin, gebe ich dann auch, okay, ich hänge von der MTL selbst ab, habe vorher ja auch gesagt, wo ich selbst bin, lege das alles in der passenden Variable ab und habe damit die Kommunikation nach außen. Und daher aber auch zum Beispiel meine Bibliothek selber verwendet Plus 11, gebe die Quest nach außen und Nutzer soll es bitte auch verwenden. Gibt dazu vielleicht auch mal Fragen? In der Struktur ist ja nicht einfach. So. Ja. Was könnte man dann noch? Und dann gibt es in einem neueren Gmail noch die Idee, dass man sagt, man vereinfacht die ganze Struktur. Ich brauche praktisch gar nicht mehr die Compile Flags und die Linkerpfade anzugeben. Das sieht dann in der Aktion, naja, wird die Konfiguration etwas länger. Zumindest hat praktisch für jede Bibliothek sogenannte Properties, hat man sagt. Die Bibliothek selber liegt an einem bestimmten Ort, braucht selbst die Input-Verzeichnisse, das nennt man dann, gerade weil es ein Interface ist, braucht erst die Input-Verzeichnisse und gibt die dazu mit an. Dann wird wieder eine Liste und wo es ist. Verkürzt den DMEC-Code im Nachhinein und hat auch den Vorteil, dass man nicht so viele Variablen raussuchen muss, was gibt mir das Projekt am Ende eigentlich. Nennt der eine nennt das Include Direct Joggies, der nächste nennt Include Paths und der nächste noch Include Path ohne S und. Ja. Daher würde ich das ganz gerne einfach mal kurz vorführen, wie das denn aussieht, vor allem wenn man wieder was nicht findet. Das ist die 4. Genau. Und nehmen wir das mal im Bildverzeichnis. Und das ist auch eine Idee von DMEC, zu sagen, ich baue meinen Code am Ende nicht da, wo meine Quellen liegen, sondern am besten woanders. Hat die schönen Vorteile, ich kann den gleichen Code einmal mit Release, einmal mit Debug kompilieren, ohne irgendwas ändern zu müssen. Ich habe einfach mal eine andere Verzeichnis, wenn ich was anderes nehmen möchte, wechsle ich. Wenn ich einen Compiler wechseln möchte, nehme ich eine andere Verzeichnis, kompiliere damit neu. Was auf DMEC gar nicht geht, ist mitten im Projekt, mitten im Bauen, irgendwo einen Compiler zu wechseln. Das liegt zu 99% um die Ohren. Liegt einfach auch daran, dass DMEC den Compiler auseinandernehmen muss. Wenn ich OpenMP habe, kennt so ziemlich jeder dieses Problem. Der Intel-Compiler nimmt FOpenMP und der GTC nimmt nur OpenMP oder andersrum. Das will ja sich kein Mensch überlegen, wann man was hat. Ja. Daher nochmal kurz die Version. Genau, wir suchen wieder die Bibliothek. Installiert hatte ich sie diesmal an einem relativen Pfad, weiter oben. Und dann mal kurz schauen, wo es liegt.
wäre der große Uli. Ja. Da findet. Hab ich jetzt hier. Der Teil ist zumindest da. Kurz zum Fahrtraus und dann. Okay. Sehe ich den Code nicht, woran das liegt? Hast du das vorher ohne das Bildverzeichnis gemacht? Ist das beim Ausprobieren ohne Bildverzeichnis gemacht? Ja, aber das sollte ja eigentlich relativ egal dazu sein. Vielleicht nimmt ja die Fahrerrelation zum Quellen und nicht zum Bildverzeichnis. Dass er einen falschen relativen Pfad nimmt, oder? Ja, ist ja ein Pfad relativ zu den Quellen nimmt und nicht relativ zu deinem Bildverzeichnis. Naja, er sucht ja aber eigentlich nach einem absoluten Pfad am Ende damit. Dann soll es gehen, ja. Halt. Die Version funktioniert dazu. Die einzige Änderung war. Okay. Ja, ich vermute mal, dass einen relativen Faden durcheinander gekommen ist am Ende. Daher, gut. Ja, das ist dann wieder genauso wie vorher. Die Idee war hier auch zu zeigen, dass man auch die transitiven Abhängigkeiten automatisch mit erfüllt. Also sprich, wenn ich etwas in einem Paket brauche, was ich nicht finde, wird auch nach außen durchgereicht. Das heißt, ich habe als Nutzer immer den Vorteil, immer eine gewisse Kontrolle über die Details, was am Ende wirklich in welcher Kombination verwendet wird. Wenn ich die gleiche Software in verschiedenen Versionen und ähnliches ausprobieren möchte, kann ich über die konkreten Pfade jeweils alles steuern. Ja. Und das merke ich wieder schön bunt. Und das ist jetzt hier. Genau, hat die Datei mit Anwendung angelegt. Und was hat man jetzt so? Was vielleicht für Anfänger in den ganzen Suchereien merkwürdig erscheint, ist vor allem der obere Anteil. Wenn man den gerade relative Pfade nimmt, ist nicht immer ganz klar, relativ zu was er das am Ende verwendet. Aber Simic ist so ein Programm, bei dem es geführt ist, weil lieber vielleicht einen absoluten Pfad durchnehmen, sich einmal dann durchtappen. Man muss ja nur einmal konfigurieren und dann klappt das Ganze auch. Das zweite, der MTI-Kling weiß, das ist eigentlich noch ein Wörter.
man kann natürlich jedes Programm seit mit einem GITT kompilieren, funktioniert. Simek hat allerdings einen eigenen Aufbehör des Wappers am Ende wieder drin. Das heißt, ich kann ihm sagen, nimm Programm, kompiliere mit Standard Flug, etc. irgendwas bei etc. Wenn ich MPI nehmen will, kriege ich am Ende raus, was ich haben möchte. Also wenn ich die Idee, einen Compiler zu wechseln, kann ich noch einfach braten. Für die, die auch relativ feine Steuerung haben möchte, ich möchte bestimmte Dateien mit bestimmten Compiler-Packs kompilieren, ich möchte in einem Verzeichnis die einen Compiler-Packs haben, in einem Verzeichnis ein anderes, wird das bei CMake über Properties gesteuert. Ich kann es zum einen einmal setzen, ich kann auch zum anderen auch mal die Flags abholen. Ich kann natürlich damit auch garantieren, wenn ich bestimmte Dateien habe, habe ich andere Flags und kann das kombinieren. Was in meinen Augen auch zu jedem Bildsystem dazugehört, ist zu sagen, wenn ich die Bibliothek bekomme, funktioniert sie überhaupt, hat die bestimmte, liefert die Symbole mit, dann kann man hier mit drei Compiler zumindest testen, kompiliert bestimmter Quellcode. Der Compiler, den ich habe, bevor zum Beispiel der Knuckcompiler fertig war mit C++11-Standard, kann man abfragen, wenn man testet ein bestimmtes Programm und schaut, ob C++11 Features unterstützt werden, indem man einfach schaut, wann kompiliert ist, geht ja, geht nein, und hat dann einen ganzen Text dafür da. Das braucht man heute nicht mehr komplett schreiben mit der Compiler, man kann einfach die Mails fragen, Compiler, kannst du das? Ja, nein. Gibt dir den Flag und dann sagt er das. Genauso auch, wenn ich Header-Dateien habe, bei denen ich einfach noch weiß, in Abhängigkeit von anderen Variablen werden dann defined gesetzt oder auch nicht, geht das analog zu den Autotools mit Add. Variablennamen wird dann auch Code auch rausgesetzt über Configure-File. Oder wenn ich kompliziertere Konfigurationen habe und Dateien beliebiger Struktur schreiben möchte, über File-Befehle. Wer sowas kennt wie Petsy oder Tridinos, die machen so schöne Späße zu sagen, hier Nutzer, du möchtest mich kompilieren, ich brauche Bibliothek irgendwas. Und dann finde ich bei dir aber nicht. Jetzt hat man die Möglichkeit, finde ich nicht, spiele selber auf, oder finde ich nicht, soll ich es installieren. Dann gibt es hier einen Befehl, der ein Argument, der sehr mächtig ist. Das heißt, man kann jetzt sagen, lade die entsprechend fremden Bibliotheken von URL irgendwo runter, wenn das VN geht, irgendwo, Version sonst was, konfiguriere sie mit Befehl, sollen, wie man es haben möchte, und kann praktisch dann eine Art lokale Integration durchführen, die das globale Betriebssystem nicht weiter betrifft. Das kann, ja, die Flexibilität dadurch ist in meinen Augen sehr stark erhöht. Für die, die die Pakete nach verteilen möchten, für Betriebs-, Debian, Fedora oder ähnliches mit RPM oder DEB, gibt es direkt einen CPEC-Befehl, die sagen kann, ich gebe dem CMake noch Variablen, Informationen darüber, wie ist mein Package strukturiert, wie ist es konfiguriert, was habe ich für weitere Abhängigkeiten auf Distributionsebene und kann praktisch direkt damit die DEBs und RPMs erzeugen und auch anderen Systemen installieren. Das, ja, Teil die Chat analog dazu, ist dann einfach nur ein Archiv, sieht dann natürlich wieder genauso aus. Und es gibt auch noch ein Binding zu MSOS. Ja, MSOS auf Windows, dass ich direkt unter Windows auch Installationsdateien erzeugen kann, analog zu einer Setup-Exe draufklicken, installiert dann die Binary und gut ist. Was mit CMake viel Friemelei ist, ist Source-Packages zu erzeugen. Also die Idee, ich habe ein Dev-Source, das ist dann ein Make und dann macht das Spielpartie über APT einfach nur auf, lasst das dann dort bauen, lasst dann die Abhängigkeiten wieder für das Quellbauen runterladen, empfand ich damit einfach nur als friemelig. Weil CMake für sich selber ja immer nur die Quellen aufbaut, wenn ich Binary kompilieren möchte. Und damit, ja. Weiteres Feature ist auch, wir hatten beim letzten Mal Unit-Testing drin. Hier ist bei uns das CMake ist ein C-Test. Da kann man jedes Binary, was man hat, einmal als Programm definieren oder sozusagen als Test definieren mit verschiedenen Eingabedaten und das am Ende an ein Dashboard, was das C-Test läuft, abschicken, sich die Ergebnisse grafisch anschauen lassen, wann es kompilieren konnte, was der Test selber schief ging und so weiter. Dazu gibt es, ein Test ist mehr als ein Test in dem Sinne, man kann auf der Ebene auch sagen, ich möchte die Tests einfach mal Test laufen lassen, ich kann sie unter Memshake, Redbind, Purify, was es
noch weitere Skript laufen lassen. Es gibt noch eine Anwendung an Coveraging, dass ich sagen kann, also das Schöne ist, ich definiere einfach nur den Test einmal, ob ich Coverage oder ob ich danach Memcheck mache, ist dann der eigentliche Testbefehl. Das finde ich von der Abstraktion her relativ schön. Ja, und letzten beim Teil Generatoren hat man schon mal angesprochen, die Auswahl, was ich als Nutzer im Nachhinein an Möglichkeiten habe, das CMake zu bedienen, ist relativ groß. Man hat Eclipse, Visual Studio, Xcode, Ninja, KDevelop ist mit dabei. Ja. Also, wer da nicht findet, man findet die meisten gebräuchlichen Tools. Allerdings, naja, gut, wir haben Schnittstellen zu anderen Konfigurationsmöglichkeiten. Wer Package-Config noch kennt, kann man daraus einfach einbinden. Man muss natürlich, wenn eine Software irgendwas bereitstellt, nicht alles in CMake neu schreiben. Dann gibt es fertige Pakete, also wer Boost verwendet, Qt, GTK, die ganzen VTK-Framework und so weiter, sind automatisch in CMake drin, man muss die ganzen Config-Skripte nicht mehr selber bauen. Die Auswahl ist sehr groß. Und was ich auch schön fand auf der Mailingliste, wenn man dort Features benötigt und den Leuten Unterstützung gibt, was man dafür braucht, dann schreiben die dann auch das für die nächste Version mit rein, wenn das nicht allzu kompliziert wird. Zum Beispiel gab es vor einem halben Jahr etwa mal eine längere Diskussion zum Thema Unicode-fähige Quellcode-Dateien unter Visual Studio. War ein bisschen im Laufe dieses reinzubauen, aber die hat es am Ende gemacht. Finde ich ein schönes Beispiel. Und das ist ein Bildsystem, das ist auch nur Software. Software ist selten optimal oder perfekt. Deswegen, was am Anfang, wenn man sich an Modulen orientiert, irritierend ist, die Bezeichnung der Variablen, wenn man zum Beispiel verschiedene Module sich anschaut, MPI oder Boost oder Qt, nennt der eine, wie wir vorhin schon mal gesagt haben, eine Input Path Type Service, mal ohne Input, mal mit S, mal IE und allen möglichen praktischen Kombinationen. Das ist ein bisschen irritierend. Dann ist die Auswertung von Variablen, also praktisch mit Dollar und geschweiften Klammern, und sie merken eine rekursive Version. Also wenn ich eine Variable habe, die selber einen nur einen kurzen String beinhaltet, bekomme, den es selber noch als Variable gibt, bekomme ich praktisch am Ende eine Auswertung. Das macht manchmal Stringvergleiche ziemlich haarig. Es gibt da Beispiele, die sagen, ich lege einfach eine Variable an, möchte wissen, ob es mit dem Studio Compiler ist. Und der Visual Studio Compiler selber legt da teilweise mal eine Variable an, die selber MSVC heißt. Den Inhalt drin hat mit der Versionsnummer. Wenn Sie die Versionsnummer vergleichen, dann Versionsnummer mit Compiler-Namen und dass das dann schief geht, ist, naja. Selbst, ich weiß nicht, welcher Kombination das war, bei Boost oder bei anderen Bibliotheken, wir wollten explizit die statischen Bibliotheken haben, weil wir die dynamisch nicht mit ausliefern wollten. Das mit CMake rauszufriemeln, bei Boost geht's, weil es im Dateinamen drin steht, bei allen anderen Bibliotheken, wenn man nicht auf Linux ist, wo man weiß, Punkt A ist das eine, geht das, fand ich einfach als haarig. Ich weiß nicht, ob andere Bildsysteme das bereitstellen, überhaupt, die Unterscheidung beim Suchen. Beim Bauen ist klar, man hat ja alles fertig, aber beim Suchen gar nicht. Ja. Also mein Fazit ist am Ende, die Vorteile, vor allem der Systemunabhängigkeit und der doch recht einfachen Art und Weise der Kommunikation mit dem Nutzer und der Suche von Fremdpaketen als gut brauchbar. Die Nachteile unten sind Gewohnheitsfrage. Also wer die Sprache nicht mag, mit if und end if am Ende und mit else und den Klammern ringsrum, daran gewöhnt man sich eigentlich. Ja, das war meine kurze Einführung. Wenn jemand Fragen hat, können wir gerne darüber diskutieren. Also auch speziellere Dinge, Ideen, Probleme. Ich bin nochmal zur Folie 11 zurück. Sag nochmal, Junge. So, Noch eine weitere 12? Nee, da machen wir mal weiter. Machen wir weiter. Genau, hier mit diesem T und B. Das ist ein und dieselbe Bibliothek in zwei verschiedenen Versionen oder was? Wo bist du? MyIOLIP T und dann unten hast du nochmal MyIOLIP und B. Die dritte, also die zweite Zeit. Das ist immer diese Add-Library und Set-Target-Properties-Kombination. Mhm. Das ist jetzt einmal
eine statische, einmal eine dynamisch kombinierte Version? Nee, drei verschiedene. Ich muss dir quasi sagen, das sind quasi einmal Text und einmal Binary. Meine Idee war einfach, nicht nur eine Bibliothek auszulegen, sondern mehrere. Wenn ich nur eine Bibliothek habe, ist das ja von der Verwendung her immer einfach. Achso, okay, das sind zwei grundverschiedene Bibliotheken. Genau. Weil die jetzt den gleichen Präfix haben, deswegen war es. Weil die auch in der Suche sind, aber hier werden auch zwei verschiedene gesucht nochmal. Also dadurch dynamisch jeweils unterschiedlich zu suchen, wie gesagt, da findet in der Regel immer das Dynamische. Die statische zu erzwingen ist am Ende ein Find File, wenn man weiß, wie sie genau heißt. Bei Windows ist ja gerade das Problem, dass man das nicht weiß. Das endet zwar auf .lib, kann aber beides sein. Schön. Gut, danke. In der Benutzung, ich tippe immer mkdir-build, cd-build, cmake. Da gibt immer einen cmake-Punkt an. Und dann make. Genau, wenn er make haben möchte, make, und dann das Studio machen. Warum muss ich da vier Befehle tippen? Gibt es nicht beim cmake irgendeine Option, dass er das Bildverzeichnis selber anlegt? Man muss es ja nicht anlegen. Ich empfehle das nur. Ja, ich weiß, alle empfehlen das, aber die Benutzung macht es halt so schwierig. Ich hatte gehofft, dass es vielleicht irgendeinen Trick gibt. Also ich habe mir jetzt einen Make-File drumherum gebastelt, sodass ich Make tippen kann und er dann in dem Make-File CMake aufruft zum Beispiel. Also das ist irgendwie so machen dann auch andere. Also ich würde einfach auf den Anwendungsfall überlegen und sagen, wenn ich häufig zwischen verschiedenen Compilern und verschiedenen Release Debug irgendwas ständig in den Herwechseln möchte, dann nehme ich Bildverzeichnisse. Wenn ich immer nur eins brauche, ist mir das relativ egal. Nein, das Bildverzeichnis ja deswegen, dass es mir nicht irgendwelches Zeug zumüllt und ich dann einfach mit RM-FR. Ja, gut, das gibt es auch noch. Deswegen sage ich, je nachdem, wenn ich sowieso aber immer in den einen Verzeichnis bleibe, ich habe einen SVN, dann kann ich das Ding auch wieder löschen und dann auch wieder weg. Klar, der Bildverzeichnis hat dann nur den Vorteil, kann mit einem Verzeichnis löschen, alles löschen. Okay. Ja. Am Ende sage ich, das hängt aber nach dem Nutzungsfall ab, was man haben möchte. Da haben wir noch eine Frage zu dem. Also wenn man selber so eine CMake-Konfiguration schreibt, ich habe nicht verstanden, welche Variablen nachher in diesem CCMake-Menü auftauchen und welche nicht. In der Regel kann man sagen, es taucht alles auf, was gecached wird. Ich nehme mal kurz ein Beispiel von dem, was wir gesucht haben. Das wird das hier. Genau. Also alles, wenn man irgendein Find-File, Find-Library, Find-Irgendwas hat, taucht immer hier auf. Hat auch den Hintergrund, wenn ich mehrere Pakete habe, die jeweils das gleiche suchen, wird die Datei nur einmal gesucht. Beschleunigt am Ende bei langsamen Dateisystemen die Suche erheblich. Gut, ich habe das andere Problem jetzt, ich schreibe selber zum Beispiel so ein Find-Package-Dings da für mein Package oder sowas. Wie muss ich es jetzt machen, dass ich sagen kann, irgendwie welche Sachen da auftauchen und welche da nicht auftauchen. Weil irgendwie, es gibt auch einen Set-Befehl, da hat Variable, Content und dann kann man als letztes Flecken Cache angeben. Okay. Dann ist es garantiert da drin. Es gibt auch ein Add-Option, wo man sagen kann, ich möchte jetzt einen Fleck oder eine Variable explizit drin haben als zusätzliche Option. Dann kann man auch angeben, Advanced oder. Ja gut, das ist entwarnt man da gerade wieder raus, also halb raus dann nochmal extra, ja genau. Aber generell sind sie ja erstmal gar nicht hier drin, das ist schon richtig. Also da ist rein, was ist Advanced, genau, das habe ich nämlich auch in irgendeiner Beschreibung gelesen und nicht verstanden, was ist Advanced. Also Advanced ist genau das hier. Wir sehen ja hier eine gewisse Auswahl an Variablen. Ja. Wenn ich jetzt T nehme, sehe ich noch viel, viel mehr. Und T ist dann genau die Advanced, das ist das, was unten als Flecke toggle in Advanced Mode ist. Ah, okay. Vielleicht habe ich noch eine CMake-GUI-Version. Nee, ich hab die grafische nicht da. Es gibt noch so eine Rekrutiergrafik dazu. Das ist genau das gleiche. Da gibt es auch so einen Haken, nennt sich Show Advance. Und dann sieht man genau die zusätzlich nochmal, die man eigentlich gar nicht sehen möchte. Wenn man sie in der Regel nicht braucht. Ja, okay. Also die Idee ist auch so eine gewisse Struktur. Wenn ich jetzt mir hier die Variablen anschaue, sehe ich sämtliche zusätzliche Flecken, die ich für den Compiler und so weiter mit durchreichen kann. Meistens will man das standardisiert lassen, wie es da ist. Manchmal will man es ändern, manchmal nicht. Ja. Aber wieder, wenn man eine Variable nach außen zeigen will, in Cache schreiben, und dann ist sie garantiert Cache, da. Okay, Man soll sich mal überlegen, warum man das machen möchte. Ja. Ja gut, aber also genau für den Fall eben, ich möchte, dass er automatisch zum Beispiel irgendwas findet, wenn er es eben nicht findet, dann soll dieser Pfad konfigurierbar sein.
Genau, genau. Man sucht eine Datei, man sucht ja irgendwas. Und das taucht garantiert immer hier auf, wenn nicht gefunden wurde. Oder eben für irgendwelche Flags. Also ich meine, das ist noch so ein, der typische Fall, dass man irgendwelche speziellen Flags hat, die man zum Kompilieren entweder ein- oder ausschalten will oder sowas. Ja. Eben sowas wie minus G oder minus O, aber da gibt es ja noch ein paar andere Sachen, die unter Umständen, die man haben möchte oder nicht, mit je nachdem, ob man jetzt irgendwie die Backbild hat oder nicht. Ja. Genau, dann im Guest schreiben und dann sind die Garantie drin. Dann haben wir irgendwie mal wieder so ein rekursives Problem. Also ich habe jetzt ein Package geschrieben. Mhm. Jetzt tue ich mit dem Package eine .cmake-Datei oder sowas verteilen, die dieses Package findet. Ja. Das ist der Sinn der Sache. Mhm. Genau, aber ich muss ja wissen, wo das Ding ist, damit ich diese cmake-Datei einbinden kann. Irgendwie... Das ist typischerweise kopiere ich die dann in alle Projekte, die dieses Package benutzen. Bloß nicht. Damit ich sie lokal habe, damit ich das Package finden kann, aber dann habe ich zwei Kopien davon. Nee, stopp. Das ist gar nicht Sinn der Sache. Bloß nicht. Ich hatte am Anfang gesagt, es gibt die zwei Versionen mit Find und mit Package Config. Also, wir haben bei uns den Effekt, wir verwenden bei uns Patsy, was keine CMake-Konfiguration mitliefert. Dafür gibt es so ein Find-Patsy-Skript, was einfach das gesamte System durchsucht, wo Patsy sein sollte, entsprechend Patsy-Variablen und so weiter. Und das müssen wir natürlich mitliefern, weil die Lage von der Datei ist unabhängig von dem Moment, wo das etwas wir suchen. Wenn wir aber selber eine schreiben für unsere eigenen Bibliotheken, dann liefern wir die komplett mit. Das Unschöne ist einfach, wir schreiben, okay, ich gebe in der Doku von CMake ein Beispiel, der schreibt mir den Bibliotheken mit hin. Also da, wo die Libs in Lib, Bibliothek irgendwas, kommt die Konfiguration mit rein. Okay, ich selber finde den Weg unschön, weil ich sage, wenn ich das später irgendwo installieren möchte, installiere das in den User rein, ist in den User Lib eine Konfigurationsdatei. Das gehört da in meinen Augen nicht hin. Deswegen schreibe ich die lieber in User Share rein. CMake sucht automatisch den kompletten Pfad und zumindest die Pfadvariable. Deswegen setze ich dann die Verzeichnisse, die ich dort brauche, wenn ich sie immer wieder brauche, in den Pfad rein. In welchen Pfad rein? In Umgebung Variable Pfad. Nochmal? Umgebung Variable Pfad einfach nur. Da können die dann mit rein. Hat in der Regel dann keine Auswirkung. Also sowas wie Pfad. Was weiß ich, was man gesagt hat, Software. Also jemand anders, der das Ding benutzt. Müsste das dann machen, ja genau. Genau, das ist ja, also das ist ja genau das, was ich vermeiden möchte. Ich möchte ja nicht, dass jemand anders irgendwelche Pfade irgendwie. Na gut, man muss ihm aber am Ende trotzdem sagen, wo es sein soll. Also ich meine, das ist. Einfach dem System die Chance zu geben, das zu finden. Genau. Wir wissen, wo auf dem relevanten Betriebssystem in der Regel die Software installiert ist. Und dann gegebenenfalls, wenn das nicht klappt, muss halt der Nutzer hingehen und ihm explizit sagen, wo es ist. Genau, deswegen bin ich ja auch die zwei Nutzungsfälle. Gut, wir haben bei uns noch Modulsysteme, dann lädt man die Module und dann setzen die Pfade. Das ist aber auch nicht der Standardnutzer. Dann, entweder man sagt dem Nutzer, also, wenn er immer nur diesen einen Pfad verwendet, kann er seine Umgebungsvariable setzen, dann wird immer das eine gefunden. Wenn er das nicht macht, woher soll das System denn wissen, wo das sein soll? Das ist so. Wo sucht denn dieses Find Package und Find Library oder wie das heißt? In Pfad zum Beispiel. Das ist ein Beispiel. Das ist da, wo ich weiß, wo es gemacht wird. Die suchen in dem Pfad, was eigentlich für Binaries gedacht ist. Genau. Okay. Die suchen auch in sowas wie CMake Modul Pass. Die Umgebungsvariable. Genau, die ist auch noch eine Option. Also mit aufgelistet, wenn er gesucht hat, was man machen kann. Ja. Ja, aber das ist alles irgendwie letztlich liefere ich die Datei mit von diesem blöden CMake-File, weil alles andere heißt, der User muss wieder was einstellen. Naja, ich meine, das ist aber genau das, die Frage, was ich möchte. Möchte ich, dass es im System ist? Dann, also wenn es systemweit sein soll, dann sollte das Linux-System ja irgendwo unter User sonst was oder Lib sonst was liegen.
dann wird dort auch automatisch gefunden, wenn man das Ganze nach Lib installiert. Und dann steht der Nutzer das irgendwo im System installiert. Wie soll man das denn finden? Also, ich kann ja nicht die komplette Festplatte durchsuchen, das ist nicht Sinn der Sache. Ja. Also, irgendwo muss man dann einen Kompromiss finden, ob ich jetzt eine Umgebungsvariable setzen muss, damit ich die Chance habe, es zu konfigurieren, oder ob ich dann noch der Eintritt eingeben muss. Deswegen finde ich eigentlich einen Zwischenweg zu sagen, es gibt Variablen, die automatisch durchsucht werden, und es gibt Standardpfade, die immer durchsucht werden. Und der Nutzer kann, wenn es nicht gefunden wird, von Hand eintragen, passabel. So nach dem Motto, ich habe da einen Configure und mache dann ein minus minus findet das dort und dort und dann noch Klammer, Komma dahinter, dann brauchst du aber noch das und das Verzeichnis und das alles auf die Kommandozeile zu setzen, naja, Geschmackssache. Das ist dann die Alternative. Eine Frage, hast du mal was von diesen Private Interface und Public Properties, was? Ich habe nicht ganz verstanden, was dort Private und Public am Ende bedeuten sollte. Das müsste ich mir selber erstmal durcharbeiten, was das sein soll. Ist ja seit der 3.0 mit dabei, mit einem halben Jahr in etwa. Ja, so wie ich das verstanden habe, ist es dafür da, wenn man sein Projekt oder in seinem CMake, ist ja häufig so, dass man dann viele erstmal Libs baut und am Ende dann verschiedene Executables wie Tests und so weiter. Und dann kann man eben in seiner Lib sagen, er soll bestimmte Properties in allen verwenden, die das auch verwenden. Und ich glaube, das müsste sich dann auch durch die Module nach draußen bewegen, wenn man das so sieht. Genau. Was ich an der Sache nicht verstehe, ist folgendes. Es ist ja gedacht, Hypotheken zu verwenden. Bei der Hypothek habe ich den Sinn dahinter, dass ich sage, ich habe eine Executable, die verwendet die Bibliothek. Die Bibliothek verwendet Bibliotheken und so weiter, dass ich die transitive Abhängigkeit durchziehen kann. Deswegen sage ich Public, okay, ist sinnvoll, ich will es ja korrekt linken können. Ich verstehe auch nicht, was ich damit private soll. Wenn ich jetzt eine Bibliothek verstecke oder eine Abhängigkeit, wenn ich trotzdem dagegen linken muss, damit es funktioniert, warum sollte ich es dann verstecken? Ja, bei Bibliotheken zum Beispiel willst du ja sicherstellen, dass nur die Bibliothek mit einem bestimmten Define zum Beispiel gebaut wird, damit die eben weiß, zum Beispiel welche Symbole exportiert werden sollen. Das ging in meiner. Achso, aber der geht nicht auf Bau und ich will auf der Seite Web verwenden. Wenn es verwendet wird, muss es halt importiert werden. Dann soll genau. Halt ein bestimmtes Define nie verwendet werden. Aber wenn ich es nicht verwende, was habe ich denn davon? Das ist mir nicht klar. Das legt man halt mit dem Private Properties fest, so habe ich es verstanden. Ja, aber genau, den Sinn verstehe ich nicht, weil nicht für die Leute benutzt, die es verwenden, sondern nur beim Bauen der Bibliothek. Das okay. Heißt, ich mache meinen Define nur beim Bauen der Bibliothek und ansonsten, die es verwenden, soll das man nicht definieren. Aber wenn ich nicht will, dass es jemand verwenden soll, exportiere ich es gar nicht für die Installation. Ja, das war genauso mein Punkt, weshalb ich. Kann es sein, dass es einfach nur konsistent wird? Keine Ahnung. Ich habe wieder den Punkt verstanden. Ist es eine Option beim Bild für was beim Bild? Für die Bibliotheken oder für irgendwelche Compile-Parameter? Für Bibliotheken. Du sagst bei der Bibliothek, das ist eine Private-Bibliothek, die ich dort exportiere. Ja, was auch? Eine Abhängigkeit von, also eine private Abhängigkeit einer Bibliothek. Bibliothek, und die sagt hier, die anderen Bibliotheken verwende ich zwar, aber das ist privat. Ist das vielleicht eine, die man nur zum Bild braucht, also die man nachher nicht im Betrieb braucht, sondern zum Bilden nur, weil sie eben einen Test ausführt oder weil sie irgendwie. Aber das ist im Sinn bei Bibliotheken. Bibliotheken verstehe ich daran, dass da Symbole drin sind, wieder zur Ausführung waren oder zum Durchführen. Das war der Punkt, den ich einfach nicht verstanden habe an der Sache. Deswegen. Na ja gut, aber die Parameter gibt es ja auch bei Target Compile Definition zum Daten. Das ist ja dann Sinn ergeben. Wenn man quasi Compiler-Definitionen zum Target dazu setzen, wenn die halt, wie du schon. Na gut, Compiler-Definitionen sehe ich ja ein. Das sehe ich ein, dass man das nicht immer alles durchreichen muss, weil man das ja nur für das eine bauen braucht. Aber für Bibliothekssymbole sehe ich halt das jetzt nicht halt Sinn ein. Wenn natürlich nur für die Compiler-Definitions ist, okay. Ein Beispiel, was die gemacht haben, ist, dass man irgendwie sagt, man hat eine Bibliothek und die sammelt andere statische Bibliotheken auf und baut die halt zusammen als eine große Bibliothek. Also bei Linux geht das wohl, bei Windows glaube ich nicht, aber. Aber für den Zweck wurden doch gerade die Object Libraries eingeführt, dass ich sagen kann, ich baue eine Riesenliste an Objects und manche baue ich für die eine, manche für die andere, manche, wenn ich jetzt nochmal einen Gedanken haben möchte, schiebe ich das dort alles zusammen. Also, ja. Ist es für, also bei Shared Libraries, da hast du ja auch das Problem, dass du, wenn eine Shared Library auf eine anderen, sich auf eine andere bezieht, dann willst du demjenigen, der die benutzt, der soll nur die
die Hauptlibrary benutzt, einbinden, wenn er die dagegen linken, und die weiß automatisch, dass die andere mit nachziehen muss. Und das kann manchmal passieren, das habe ich irgendwo auch schon gehabt bei irgendeinem Bildsystem mal, dass er die anderen dann auch alle mit dazu tun wollte immer. Womit ich dann natürlich total abhängig bin davon, dass wenn ich irgendwas ändere, dass er immer all diese reinzieht, und das will ich ja gar nicht, sondern ich will nur, dass er das macht und dass er das magisch, vielleicht kann man dann so, in so einem Fall die verstecken, von denen man weiß, dass er sie, dass sie intern die Abhängigkeit regeln oder dass der Linker das dann halt macht, der kann man nicht mehr. Aber spätestens für die Ausführung muss ich es ja doch wieder auflösen. Das war dann genau. Genau, klar, aber das macht dann der Linker automatisch. Der dynamische Linker kennt ja, da steht in der Shared Library drin, welche weiteren sie benutzt, und der zieht die dann rein. Und das muss ich nicht machen, muss ich nicht auf der Kommandozeile bei meinem Weiteraufruf angeben, minus L all die 25 anderen Libraries, sondern mir reicht es, die eine anzugeben und dann die andere nachziehen. Vielleicht hat Samuel das. Ich weiß nicht, ob die haben noch nicht gesehen. Yep. Hast du selber schon mal C-Dash aufgesetzt? Was? So ein C-Dash-Server? Ja, wir haben einfach die MD-Eltern mal draufgesetzt. Okay. Es war recht einfach, man musste nur wissen, wo der Hauptpfad ist von dem, vom Apache. Du kopiert dieses und packt das eine Verzeichnis von dem C-Dash, und da ist eine kurze README da, wo welche Passwörter rein müssen für die SQL-Data-Bibliothek, der SQL-Datenbank. Und das war's. Ich glaube, ich habe es noch von einem Merkur probiert und einen Klick gescheitert. Auch schade. Also, ja. Was ist das C-Dash am Ende? Was ist das C-Dash am Ende? Eine Webanwendung? Es ist ein Webfrontend. Ich habe jetzt leider hier kein Internet drin. Also, wenn wir eine Verbindung haben, dann ist aber das Webfrontend, da sieht man, da ist eine Tabelle da, drin, wann hat wer mal den Test durchgeführt, wer hat er kompiliert, hat er nicht kompiliert, wie lange hat der Test gedauert. Ja, mit einer History dazu, wie lang, wann, seit wann geht was schief und so weiter. Also worauf bezieht sich das dann? Auf dieses Bildverzeichnis oder was? Nee, ich habe mein Netz. Oh. Dann kann man das doch darstellen. Ach so, okay. Okay. Ja. Also, nee, bezieht sich darauf, wenn man den Test durchführt, kann man dem Test einen Namen geben. Und dann bezieht das am Ende darauf, ob man den Test hochladen kann. Das ist unabhängig von Bildverzeichnissen oder irgendwas. Es geht einfach nur darum, dass man es optisch schön darstellen kann. Wenn man den Test praktisch immer konsequent den gleichen Namen gibt, bekommt man gerade so eine History, seit wann die, wenn er jetzt mal schief geht, wann er schief geht und so weiter. Cool, und hast du noch die Übersicht auf verschiedenen Betriebssystemen, auf verschiedenen Compilern und mit verschiedenen Flexen? Oder man hat da wirklich die ganze Kombinatorik noch mit Blick. Genau. Was alles passieren kann. Und das ist eben auch schon ganz schön aufbereitet. Also für Nightly zum Beispiel ist das eine schicke Sache. Ja. Wenn man eben was committed hat, und dann sieht man am nächsten Morgen direkt, oh, das war nicht. Ja. Der braucht zwingend eine SQL-Datenbank? Oder kann der auch mit SQLite zum Beispiel laufen? Weiß ich ad hoc nicht. Ich habe nur mit dem SQL gemacht, was dabei war. Das ist immer so ein bisschen nervig, wenn man erstmal eine Datenbank aufsetzen muss und die Permissions und die User anlegen, eine Datenbank, also Sachen, um so ein kleines Ding zu testen. Die testen allgemein geht ja schon, um diese Historie zu bekommen, das ist richtig verstanden. Und um die Visualisierung eben, genau, grafische Darstellung. Da muss ja irgendwie die Ergebnisse auch mit Speichern nennen. Dass am Ende über PHP ja auch wieder nur läuft, ist dann. Es wird dann nur darum gehen, über die Anwendung, was da noch dahinter als Modul steckt. Ob das jetzt ein SQLite ist oder was anderes, was für eine konkrete Datenbank ist. Vielen Dank. Okay. Wie versprochen von mir noch was zu ein paar weiteren Bildsystemen, ein paar haben wir jetzt schon auch gehört.
Und am Ende wollte ich nochmal so meine Ideen weiter spinnen, die ich schon bei der Einführung gebracht habe, wie man vielleicht ein perfektes System oder gibt es sowas überhaupt? Wahrscheinlich sowieso nicht. Gut, dann zu den anderen erstmal. Ninja. Ninja ist als Bildsystem sozusagen der Assembler der Bildsysteme. Also es ist ein Basisbildsystem, was wirklich nur die Aufgabe hat, die Abhängigkeiten zu verarbeiten. Und es hat weder irgendwie Substitutionen, wie Make das hat, oder irgendwelche Schleifen oder irgendwie, man kann das programmieren, das gibt es alles nie. Es ist nur ganz einfach aufgebaut. Und die Idee ist auch, man soll einen Generator dafür verwenden. Also das ist sozusagen das Target, was CMake zum Beispiel bauen kann. Ein Bildsystem, was das verwendet, ist zum Beispiel GIP. Das wird von Chrome verwendet, von der V8 Engine mittlerweile und auch von Node.js. Also alle großen Google-Tools, die Open Source sind, benutzen das. Die wollen aber aktuell davon weg, die bauen ein eigenes, das nennt sich GN. Das wird nächstes Jahr irgendwie mal spruchreif. Das andere Basissystem, was Ninja sehr gut unterstützt, ist CMake. Das wurde zum Beispiel LLVM benutzt das sehr stark, KDE und Blender als große Projekte, die einfach CMake benutzen und immer auf Ninja-Builds am Ende bauen. Wobei CMake das nie vorschreibt. Also in CMake kann man einfach sagen, was will ich bauen, Make-Files oder Ninja-Files. Es ist aber so, dass die Ninja-Targets können mehr abbilden, als Make abbilden kann. In dem Moment, wo die nämlich die N-zu-M-Relation, also sie können N-Input-Dateien, können M-Output-Dateien gebaut werden. Ein Make kann immer nur eine Output generieren. Wie sieht das aus? Die Dateien sind lesbar, also reine Textdateien. Die Dollar-Ersetzung gibt es, klar, aber man kann eben nicht irgendwie da jetzt die Variablen manipulieren, die sind ja immer gesetzt und dann sind fest. Es gibt kein Plus gleich oder so. Genau, es gibt nur diese paar Geschichten hier, also man kann Variablen setzen, man kann Regeln definieren und dann kann man mit Bild diese Regeln anwenden auf bestimmte Dateien. Und hier werden die In- und Outs gesetzt, das sind die Outs und das sind die In. Hier kann man mit Komma einfach mehrere Dateien angeben und dann, oder mit Leerzeichen mit einem, glaube ich, sogar, und dann wird es umgewandelt. Genau. Hier nochmal ein bisschen detailliert aufgeschrieben. Variablen setzen, einfach so. Regeln bauen immer, das Rule bildet praktisch wie so ein Scope und da drin ist eine Variable, die man setzen kann, das Command. Da gibt es für verschiedene Compiler dann noch weitere Sachen, die man setzen kann. Genau, hier Command, Generator und so weiter. Und dann gibt es die Builds, dort wurde einfach Outputs, Inputs, Regelname und man kann hier auch nochmal so eine Variable setzen, die die Regel verarbeiten kann. Genau, und das war's schon. Also mehr gibt es auch nie, um was man damit lernen könnte. Das ist der komplette Umfang. In 5 Minuten erklärt. So, Zusammenfassung. Also es ist sozusagen der Kern, der Make mal sein sollte. Es gibt auch keine Conditionals, keine Änderungen von Variablennamen. Deswegen, wenn man die Datei liest, kann man auch sofort urteilen, was passiert. Ist nicht lange Rätselraten, was kommt am Ende für Compiler-Flex raus oder so, man sieht es direkt. Es ist dadurch ja, sehr aufgeräumt, schnell und Nachteil ist natürlich, man braucht einen Generator. Ohne das geht es nicht. Und ein anderer Nachteil, den ich jetzt auch gelernt habe, ist, wenn man ein großes Projekt hat, also wirklich groß, dann kriegt man auch sehr große Ninja-Files. Also da hat mir einer erzählt, der generiert dann mal eben 5 GB so eine Ninja-Dateien. Und alleine von dieser Größe her merkt man schon, das dauert. Und ja, also wenn man sozusagen den Prozess verteilt mit diesem Unix-Ansatz, der hier verfolgt wird, jedes Tool macht genau seine Aufgabe und macht es super gut, hat man natürlich das Problem, man hat irgendwo diese Zwischendateien, die zwangsläufig generiert werden. Also die 5 GB Make-Files generieren sich noch mehr Gigabyte an Object-Dateien und so, ist klar, aber es ist halt einfach mal signifikant. Gut. Erstmal Fragen zu Ninja noch. Sonst können wir auch gerne am Ende noch drüber reden. Das nächste Bildsystem, Fragen? Ich gebe euch mal eine Zeit. Was für eine Sprache ist das Ninja geschrieben?
für ein bisschen zäh. Also es ist nicht eine weitere Abhängigkeit, das ist immer so, die Sachen mit dem Bildsystem. Wenn man es sonst benutzt, dann braucht man Python. Ja, und wenn man einige sind halt in C geschrieben und einige die brauchen dann also für... Ich weiß nicht, ich habe das nicht nachgeguckt, ja, aber ich glaube, das ist... Da braucht man halt immer diese ganzen diese Sachen dazu und das hat man halt dann noch nicht immer. Also ich habe es nicht nachgeguckt, aber ich glaube, es ist in C geschrieben. Ist einfach oder halt kompiliert. Das nächste Bildsystem, keine weitere Fragen, das ist TUP. TUP ist ein interessantes, steht auf der Webseite, hat ja ziemlich coole Schreibweise, der Autor, warum ist TUP so awesome? Und dann halt, ist es sehr schnell, es hat die Möglichkeit automatisch alles wieder zu cleanen. Also alles, was TUP generiert, kann auch wieder gecleant werden, ohne dass man da irgendwo eine Regel für hinschreiben muss. Genau. Ach genau, und es stellt fest, ob die Build-Description, die man mit reinschreibt, irgendwie sich widerspricht in der Form von Parallelität. Also wenn man sagt, das muss hier parallel laufen oder das darf nicht parallel laufen und das widerspricht sich, dann stellt er das fest und gibt entsprechende Hinweise. Das wird ein ziemlich wichtiger Ansatz, weil das Ganze zielt natürlich darauf ab, möglichst die Kerner komplett auszunutzen. Genau. Und das, was das so speziell macht, ist diese Aussage in TUP, the arrow goes up. Also, was wollen die damit sagen? Die grundlegende Frage für ein Bildsystem ist ja, welche Dateien müssen neu gebaut werden? Also für den Rebuild-File, initial müssen mal alles gebaut werden, ist klar, aber für den Rebuild-File, was die 99% ausmacht, ist die Frage immer, was muss ich bauen? Gegeben, es gibt x Dateien, die sich geändert haben. Und dieser File goes up sagt im Prinzip, das macht genau das Inverse, was in der Make-Datei macht. In der Make-Datei sage ich, ich will das bauen und brauche dafür die Dateien. Und das heißt, der muss am Ende diesen ganzen Build-Tree durchgehen, um zu ermitteln, was er sozusagen invers eigentlich bauen wollte. Und TUP macht eigentlich nichts anderes, als den Index umzudrehen. Also sagen, ich habe diese Datei geändert, okay, dann muss ich das alles bauen. Das ist im Prinzip nur ein schneller Suchindex dafür. Und der veränderten Datei dann direkt sehen, was alles neu gebaut werden muss. Genau. Genau. Also die machen einfach nur einen praktischen Index intern und der ist halt einfach invers zu dem, wie man eine Make-Datei aufschreibt und auch wie TUP-Files letztlich geschrieben werden. Genau, wer benutzt, da kommt wieder als großes Projekt Chrome. Wobei man sagen muss, dass nur Teile von Chrome werden damit gebaut und weniger Teile als mit GIP zum Beispiel. Und ja, andere große Projekte habe ich nicht gefunden. Ein Beispiel, wie die Syntax aussieht, die ist nun ein bisschen komplexer, weil der auch größeren Anspruch hat. Und zwar muss man sich das so vorstellen, das sind hier wie Pfeile. Und das ist praktisch eine Pipeline, die hier durchläuft. Also man sagt, man hat hier keine Abhängigkeit am Anfang, ruft dann dieses Shell-Skript auf, was am Ende dieses Triangle Edge generiert. Er sagt sozusagen, das ist einfach nur ein Generator, der generiert immer diese Triangle H und hat keine Abhängigkeiten. In der Schleife hier sagt er, er sucht alle C-Dateien, die er im Verzeichnis findet. Nimmt dann noch diese Triangle H, das ist nur ein ausgedachtes Beispiel, also macht keinen Sinn am Ende. Das sind die Quelldateien, die werden in dieses GCC reingepumpt und am Ende kommen die O-Dateien raus. Und diese Syntax hier mit dem Prozentzeichen, die ersetzen im Prinzip Input, Outputs und sowas. Genau, es gibt noch eine alternative Syntax dafür, die in Lua geschrieben werden kann. Also TUP bringt immer die komplette Lua-System mit. Also das hat nicht alle Möglichkeiten von einer normalen Lua-Installation, aber ausreichend viele, um die TUP-Files zu bearbeiten. Quelltexte zu verwenden tendiert natürlich dann immer, dass man die ganze Umgebung so einrichtet, wie man das gerne haben will. Und dann wird es auch entsprechend kompliziert. Aber es gibt ein Grundframework, auch bei GitHub, wo man so ein Grundsetup hat, wie sollte man möglichst in Lua so eine TUP-File sich schreiben. Ja, zusammenfassend, es hat halt diese Pipeline-Syntax,
ist halt diesen invertierten Dependency Cache. Ja, es hat die andere coole Eigenschaft ist, es erkennt automatisch die Dependencies, also wenn der Compiler aufgerufen wird, erkennt er, welche Dateien liest er und welche Dateien schreibt er. Damit hat der Compiler keine Chance mehr, irgendwas zu machen, was nie irgendwo steht. Also ein Makefile ist halt darauf angewiesen, dass da drinnen steht, welche Header-Abhängigkeiten hat das. Und wenn der da noch mehr Header einbindet, aus welchem Grund auch immer, weil da dann bestimmt IFDEF gerade jetzt gekommen ist, dann stellt es niemand fest und die Abhängigkeiten gehen verloren. In Turb kann das nicht passieren, weil der jedes Mal, wenn der durchläuft, die Abhängigkeiten mit übernimmt. Der einzige Nachteil, den das Prinzip mitbringt, ist, dass explizit generierte Dateien, also Dateien, die man generiert und später wiederverwenden will, muss man irgendwo aufschreiben. Also, weil der kann die nicht wissen, weil er sozusagen nie dieses Capture aufrufen würde, da er es nie weiß, dass es das gibt. Also wenn ich sage, ich generiere mir zum Beispiel eine Header-Datei, dann verwende ich die irgendwo, dann merkt er zwar beim Verwenden, dass diese Header-Datei eingebunden wird, aber er hat sie ja vorher gar nicht generiert. Und dann hat er ein Problem. Deswegen müssen wir die generierten Dateien explizit erwähnen, was ja, je nachdem, wie man sein Projekt strukturiert, schon aufwendig sein kann. Also für einfache C++-Projekte funktioniert das super, aber wenn man zum Beispiel mit Grammatiken arbeitet oder so, kann das aufwendig werden. Und dann gibt es eine andere komische Eigenschaft. Man muss dieses TUP-File oder TUP-File nur in jedem Verzeichnis drin haben. Man ist auch fragt, warum, aber so haben die es halt gemacht. Hat dann den Vorteil, dass man auch aus jedem Verzeichnis raus das TUP aufrufen kann und das für das gesamte Projekt das aufruft. Also man baut nicht ein Subverzeichnis, sondern baut immer das große Verzeichnis. Und in den Verzeichnis-TUP-Files steht auch nie die gesamte Definition für das Projekt drin oder irgendwas, sondern steht nur drin, ja, ich bin hier in einem Sub-TUP-File und dort ist das Parent. Aber es ist dezent aufwendig für jemanden, der es benutzen will. Gut, Fragen noch zu TUP? Schon mal was davon gehört? Vorher. Also es ist auf jeden Fall ganz erhellend, mal die Webseite zu lesen, weil der hat wirklich lustigen Schreibstil und vergleicht das dann mit dem Moore-Bildsystem. The All-Seeing Eye, um halt einen Artificial-Vergleich zu bekommen. Und ja, es ist wohl, also von der Performance her sehr nah, ist auch wirklich plattformübergreifend, es läuft auf Windows und auf Linux. Aber dieses Dependency-Catchen, das ist natürlich ein bisschen stressig. Also auf Linux benutzt ja irgendwie so ein virtuelles Dateisystem, was er halt dem Compiler unterjubelt. Das spiegelt im Prinzip das normale Dateisystem, tut halt nur protokollieren, welche Dateien wurden aufgerufen. Und der merkt eben auch zum Beispiel, wenn der Compiler eine temporäre Datei anlegt und die am Ende wieder löscht, dann ist er, okay, das sieht mich nicht. Und unter Windows ist es mit dem Unterjubeln von virtuellen Dateisystemen natürlich nie so trivial. Das funktioniert für die normalen Compiler, wenn jetzt jemand aber irgendwie ein Tool schreibt, zum Beispiel so ein Grammatik-Tool, und das irgendwie sehr speziell funktioniert, eben nicht so wie die Compiler das machen, zum Beispiel indem es 64-Bit ist, dann ist es vorbei. Dann gibt es keine Injection mehr und dann wird auch keine Dependencies mehr gecatcht. Deswegen bin ich aber nicht so überzeugt von dem Tool an sich. Also die Idee ist cool, aber die Umsetzbarkeit, gerade plattformübergreifend, ist in Grenzen gesetzt. Unter Linux funktioniert es super, aber Windows ist nicht. Gut, kommen wir zum nächsten, Scones. Zu Scones habe ich jetzt bis gerade heute nur mal reingeschrieben, nie so viel Material gefunden, ich habe es auch nie verwendet, also keins von diesen Bildsystemen, haben wir hier vorhin. Scones sieht sich so als Open Source Software Construction Tool, was auf Deutsch ein Bildtool ist. Wer benutzt? Ja, jetzt Scones. Blender habe ich gefunden, MongoDB und Ansys, der Windows Installer Framework, als Favorite oder als große Projekte. Viele Projekte haben mal Scones benutzt, kurz, sind aber jetzt zu CMake oder anderen Bildsystemen gewechselt. Es scheint auch nicht mehr so hyperaktiv entwickelt zu werden. Der Grundsatz von Scones basiert auf diesem S-Construct. Scones ist einfach auch die Abkürzung für S-Construct einfach nur. Und diese Dateien sind im Wesentlichen Python-Dateien. Das heißt, man braucht eine Python-Umgebung,
und man beschreibt im Prinzip in diesem Python-Datei, wie ein Bild auszusehen hat. Jetzt hier in dem Beispiel sieht das total simpel aus. Wenn man sich das aber in der Praxis mal anguckt, wie zum Beispiel im Blender so eine S-Construct-Datei definiert haben, dann sind es irgendwie 2000 Zeilen mit Haufen hier Optionen, da Optionen und dann das, noch das und so. Also die fangen wirklich an, dort zu programmieren und das Python voll auszunutzen. Dann geht es auch erstmal los mit Import hier alle möglichen Bibliotheken und dann kann man natürlich auch alles machen. Kann gut sein, aber ich befürchte, dass halt ja, für viele das ein großer Einstiegshürde ist, um ein Projekt zu nutzen, wenn das so definiert ist. Ja, Zusammenfassung ist die Python-Syntax. Ist zum einen gut, man ist zumindest flexibler als zum Beispiel in CMake, was die Syntax angeht. Es ist schnell, sehr komplex durch die Python-Syntax. Zum Beispiel auf V8 war man auf Scons und ist jetzt zu diesem GN gewechselt, beziehungsweise wir haben temporär auch dieses Skript, wollen aber aktiv zu dem GN wechseln. Genau, das war's dazu. Wir haben vielleicht noch mehr Infos zu Scones, als wenn man eher mal jemanden verwendet als die anderen. Ich glaube, der einzige Grund, warum Blender das noch verwendet ist, weil die halt immer Sprache bleiben, die machen selbst sehr viel mit Python. Und dementsprechend nutzen die Python fürs Bildsystem und für die anderen selber und haben da halt Synergieeffekte. Ansonsten sehe ich nicht, wer auch noch abschalten lassen. Und warum? Also, weil es nicht weiter angeguckt oder ja, weil es ein bisschen. Noch mehr und mehr Projekte wechseln halt. Ne? Ich habe immer das Gefühl, dass da der Synergie ist, da dominant mit der GitHub oder so mal anguckt. Das Gefühl habe ich auch. Eine lange Beschreibung von den KI-Leuten, warum die 2004, 2005 in der Größenordnung von SCON zu Synergie gewechselt sind. Ein Hauptgrund dafür, um dann zu bauen, mussten die im Wesentlichen nochmal überschreiben, was die Leute kennen, der Kunden auch noch KDG selber hat. Da muss man überhaupt so viel programmieren, die Geschwindigkeiten zu beschreiben, mit den internen Optionen, dass die gesagt haben, naja, ich schreibe praktisch ein Programm, um ein Programm zu schreiben, war dann einfach vom Maintaining her viel zu viel. Ich kam vorher mit Autotour, dann habe ich das war, wenn man den Geskript und Co. hat dort zu programmieren, waren zu viel. Und dann hätten sie fest, das Scones. Ja toll, dann schreibe ich in beachtende chaotische Debatte gleich in Python nochmal. Das ist das Endfazit. Warum und wo es viel geworden ist, kam mir leider nicht hervor. Ja, wenn jemand von dem Thema kennt, der schon interessant, warum das bei. Ich finde diesen Grundansatz, das in Python sehr knapp beschreiben zu können, eigentlich nie verkehrt. Aber irgendwie tendiert jedes Projekt dazu, das völlig über den Haufen zu werfen und dann alles Mögliche zu machen, nur halt nie diese Bilddefinition da reinzuschreiben. Vielleicht zu viele Freiheiten an der Stelle. Vielleicht zu viele Freiheiten an der Stelle, weil das Python ist. Oder die Primitiven, die da eingebaut sind, oder das, was eingebaut ist, ist wahrscheinlich nicht genug. Mhm. Und ich meine, das ist ja bei CMake so ein bisschen das Problem. Da ist alles eingebaut, was man jemals brauchen kann. Aber deswegen ist das sehr, sehr unübersichtlich. Aber wenn man die Befehlsliste vom CMake anguckt, dann ist sie ja gigantisch. Und da sind super viele, super Spezialsachen drin, die man nur für ganz wenige Projekte. Welche davon brauchen eigentlich die Bildung? Die allermeisten nicht. Also nach meiner Erfahrung würde ich mir jetzt eigentlich das CMake wissen, weiß ich nicht. Aber ich glaube, das Wichtigste hat er ja beschrieben davon. Ja, also mir kommt es auch so vor, dass die allermeisten Sachen, die da drin sind, ist irgendwas, was einer gebraucht hat für ein spezielles Tool. Und das ist natürlich blöd. Diese Sachen würde man natürlich. Kann man sich sparen, wenn man das programmieren kann, was ich in CMake nicht möchte. Also ich möchte keine CMake-Makros schreiben und sowas, das ist ziemlich furchtbar, wie man das da bisher gesehen hat. Und ja, vielleicht ist Scons hat da zu wenig geboten einfach. Ich würde das vielleicht noch sagen, wenn ich selber mal extrem viel programmieren muss, um andere zu bekommen, dann geht das wieder vorbei. Ich muss erstmal das halbe Bürstchen neu schreiben, dann umschreiben, dann habe ich nichts gewonnen. Okay. Wenn man im Standardfall einfach abbilden könnte mit wenig Beschreibung, dann würde sich das sicherlich anbieten. Aber wenn man jetzt hört, dass eben alle, da sag ich mal, wirklich echten Projekte dann so ins Uferlose wachsen, ja. Weil ich glaube, das liegt ja auch an der Größe der Projekte an sich. Also die Anforderungen an die Bildeinstellungen und so steigen, glaube ich, auch mit der Verwendung einer Bibliothek. Mhm. Und daher ist
Link natürlich, jeder fängt dann an und sagt, okay, ich brauche das, ich brauche das. Und dann sind das natürlich alles Optionen. Und wenn es die Möglichkeit gibt, ja, warum nicht, dann machen wir das halt anders. Die Frage, wie schnell dann die Beschreibungskomplexität wächst in den jeweiligen Systemen. Das denke ich auch, ja. Kennt jemand von Boost das Bildschirmmeer, wie das am Ende funktioniert? Also Boost, basic auf jeden Fall, hat auch eine starke Tendenz, die Ziel-Mail zu wechseln. Ich habe sowas auch schon in experimentellen Gruppe oder so, ne? Genau, also das gibt es schon und die arbeiten kräftig dran, das weiter aufzuräumen und da hinzubringen, dass es mit Ziel-Mail komplett läuft. Gut. Dann kommen wir zu den perfekten Systemen. Klar, die Frage, sind wir schon dort? Also gibt es schon das Perfekte? Und ein paar, die mir jetzt aufgefallen sind, die tendenziell ziemlich viel abbilden können von den Anforderungen, die wir am Anfang aufgestellt haben, ist halt CMake, kann eigentlich alles abbilden mit Ninja als Backend. Tup kann ebenfalls alles abbilden und Cubes auch. Ich glaube, die Nachteile haben wir jetzt auch gerade schon an der Scones-Diskussion ganz gut rausgekriegt. Das ist halt einfach nur, man will eine recht kompakte Beschreibung haben, die aber tendenziell nicht alles behindert. Sondern eben im Gegenteil, alles ist möglich, aber das, was wirklich der Kern ist, sollte auch als Kern aufgeschrieben werden können. Und da, glaube ich, sind diese Systeme auch noch nie so nah dran. Es gibt noch ein paar andere, die ich jetzt auch noch nie hier erwähnt habe, die auch mal irgendwie in Projekten wirklich auftauchen. Eins davon ist zum Beispiel WAF, W-A-F. Ja, ich habe jetzt noch nie die Zeit gehabt, mich damit auseinanderzusetzen, aber ja, dann mal einfach die Frage zum Vergleich, wer benutzt. Eins von den dreien täglich. Okay. Also ich flippe mich auch. Dann so, glaube ich, fast alle hier. Cool, dann haben wir das, glaube ich, die wichtigsten oder wirklich auch fast, zumindest für uns. Wenn es noch mehr gibt, dann nutzen das wahrscheinlich andere. Dann wäre die Frage, warum nicht? Der hier? Das ist so ein Programm, also das ist so. Einmal-Anwendung. Okay. Bin ich mit einem einfachen Make-File geblieben? Also wahrscheinlich Gewohnheit hauptsächlich, oder? Weil es halt einfacher geht, einen Make-File zu schreiben, weil es ja, bekannt ist. Die Anforderungen sind wirklich gut. Wenn man ein Lehrprojekt haben, dann sind das vielleicht nur 5 Dateien oder sowas. Ja, wäre auch ein ziemlich einfach, ja. das ganze Make-File aufzusetzen. Also ich finde Make-File, also abgesehen davon, dass ich es viel länger kenne als CMake und deswegen man vielleicht einige Sachen da schneller und einfacher macht, aber das sind Gewohnheitssachen. Ich weiß nicht, wie du es zum Beispiel siehst oder andere Leute, die CMake nutzen. Ich finde, wenn man extra Anforderungen hat, wenn man irgendwas Spezielles machen will, ein Shell-Skript zu schreiben oder mehrere Shell-Skripte oder irgendwas und das mit Make zu verbinden, das geht noch relativ einfach und CMake ist schon so magisch und so speziell, dass es schwieriger wird, was einzubauen, was es nicht von Hause aus kann. Beim Make-File, da kann ich halt aus dem Make-File ein Skript aufrufen, entweder im Make-File mit drin sogar, wobei das mit dem Escaping ja dann immer furchtbar schwierig ist. Also, aber man kann notfalls auch mal mit ein paar Zeilen ein Shell-Skript im Make-File einbinden. Das ist auch für kleines Zeug, was man auf einer so Dinge mal testen will, einfach. Ist ein Make-File die Regel dahinter schreiben, um jetzt die Flexbogen-Variante zu setzen, wirklich einfacher als die Mail zu nehmen. Ich nehme das Mail selber bei mir auch erst dann, wenn ich weiß, dann brauche ich auch wenigstens 2 Maschinen. Dann, oder ich gebe schon einen anderen Nutzer, dann will ich dann kein Make-File mehr geben. Viele Menschen, gucken mich schief an, wenn in dem Make-File irgendwas schief geht. In dem CMake-Ding wird viel abgefangen, dann baue ich dann auch solche Guardsmen ein, nachdem man das und das wirklich gefunden hat. Gut, dann geht das noch. Dann wird es meistens mal schlagen. Was Plattformabhängigkeit betrifft, ist dann natürlich die Make-File.
Also ich meine, das mit der Plattform, das ist auch für mich der Grund, letztlich Semic zu verwenden, weil ich halt, wenn es unter Linux auch funktionieren muss, weil ich andersrum das Problem habe, eigentlich jetzt genau andersrum, als du gerade sagst, ich habe lieber ein Makefile, wenn da was nicht funktioniert, dann kann ich noch sehen, was passiert. Beim CMake wird ja nachher ein Makefile erzeugt und wenn ich das debuggen will, dann habe ich diese zwei Schritte und irgendwie rauszufinden, wenn irgendeine Frage dann doch nicht gesetzt wird, wenn es eben das CMake nicht funktioniert, das ist genau das gleiche Problem, was wir mit Auto-Tools hatten, du erzeugst irgendwas, was du nicht mal lesen kannst und beim Makefile ist es immer so, wenn es schief geht, dann hat der Make mir ausgegeben, was er versucht hat aufzurufen, dann kann und Pech sich das in die Kommandozeile tue so lange drin rumfuhrwerken ja, und Fahrt und Hand setzen, bis es kompiliert. Notfalls, ja. Und das kann ich mit den anderen Tools nicht machen. Ja. CMake oder Ghost geht das auch genauso. Wenn man das Make aufruft, kann man sich auch angucken, was der Compiler genau macht. Das mache ich dann auch so, wenn ich Probleme habe. Wird auch so lange an den Parametern gebastelt, bis es dann funktioniert und dann guckt man, wie man das in CMake eben. Und dann guckt man, wie man die reinkriegt. Ja, aber der Teil ist dann schwieriger als beim Make. Ja. Weil dann nochmal dieser Zwischenschritt drin ist, ne? Das wieder reinzukriegen. Das Schöne am CMake ist eigentlich, dass die ganzen Heuristiken schon mit drin sind von anderen Leuten. Man fragt heute auch noch Abhängigkeiten nach und wo die gefunden werden, wie das gebaut werden soll, das ist ja immer anders definiert von der Community im Endeffekt. Und man selber verwendet ja das Know-how anderer Leute weiter und muss das wahrscheinlich neu erfinden. Weil im Rückfall schreibt man immer irgendwie alles selber und muss auch explizit alles selber angeben. Das ist, ja. Und gerade wenn es um Plattformunabhängigkeit geht, ist es echt unverzichtbar, da das System zu setzen. Also wenn ich irgendwie überlege, mache ein Projekt und wissen noch nicht, was passiert, und es könnte potenziell auf irgendeinem anderen System laufen, dann ist eigentlich die Entscheidung schon fast klar. Okay. Also auch, was wir jetzt so rausgehört haben, ist, dass halt, es muss halt einfach zu schreiben sein, es muss sich einfach debuggen lassen, also die müssen die Fehler finden. Wenn wir da irgendwie Zwischenschritte haben, die wir nie lesen können. Das ist fast noch schlimmer, als wenn es das direkt ausführen würde. Also idealerweise muss nicht wie verbos. Ich habe CMake nie in einer Komplexität gemacht, deswegen kann es nicht ohne. Ja, und es muss halt vor allem, denke ich, einfach schreibbar sein. Ein anderer Aspekt, der glaube ich noch mit dazu kommt, ist, man muss es so anpassen können, trotz allem, dass es für jeden Anwendungsfall auch funktioniert. Also es nützt mir halt nicht, wenn ich ein Make das einfach aufschreiben kann, aber am Ende das auf Windows nie irgendwo mal zum Laufen kriege, ohne dass ich noch Magic reinmache. Genau. Deswegen auch die Quintessenz davon, eigentlich braucht man nie unbedingt ein neues Bildsystem an sich, sondern braucht ein besseres Interface. Also braucht man eine Beschreibung, in der man das knackig darstellen kann. CMake hat im Prinzip alles, was man braucht, von der Funktionalität her. Es gibt da keine Abschnitte, wenn man sagt, das kann ich in CMake nicht abbilden. Aber einfach das ganze Interface, das Handling, ist nie rund, wo ich sagen würde, ja, das kann man hier auch einem Schüler zum Beispiel geben und der kommt sofort damit klar. Man muss ja erstmal die ganze Zeremonie erklären, was muss ich eingrippen, wie baue ich das, was ist die Grundprinzipien, warum muss ich da zwei Schritte machen, statt eben, ich kann einfach sagen, baue und der baut. Ist halt einfach nur so ein bisschen so dann. Eine Idee, die ich hatte, die wollte man ein bisschen aus diesem TUP-File oder aus dem TUP-System her. Dort habe ich das Problem, ich kann eigentlich relativ kompakt alles beschreiben. Also über die Syntax brauchen wir uns jetzt nicht streiten, die will ich auch nicht lesen. Aber ich denke, wenn man sich daran gewöhnt hat, könnte man damit auch leben. Das Problem dort ist, glaube ich, eher, dass man halt auf diese eine Zeilenschreibweise ein bisschen beschränkt wird. Und ja, das wird am Ende nicht hübsch. Die große Schwierigkeit, die dort ja noch rausgekommen ist, die können zwar alle Abhängigkeiten erkennen, außer für die generierten Dateien. Und um das abfangen zu können, wäre es eigentlich sinnvoll zu sagen, okay, man nimmt Promises dafür. Man sagt, man hat hier einen Aufruf, der baut irgendwas und das, was da rauskommt, das will ich verwenden. Aber wie das heißt und was da rauskommt, interessiert mich eigentlich gar nicht. Weil das könnte der, wenn er das aufruft, sowieso rausfinden. Ich muss ja eigentlich nur sagen, zum Beispiel, ich habe ein Grammatiktool, das nimmt meine Klammer und generiert mir daraus eine H-Datei und eine CWP-Datei. Dann sage ich, das, was da rauskommt, das will ich in diese Bibliothek packen. Und was da rauskommt, ist mir erstmal eigentlich egal. Der soll nur, wenn er die Bibliothek baut, natürlich erstmal die Grammatik bauen, dort das alles capturen, das, was rauskommt, in die Bibliothek mit aufnehmen.
Und umgedreht natürlich sagen, okay, wenn ich die Grammatik ändere, dann muss er das natürlich wieder aufrufen und so weiter. Und damit hätten wir eigentlich eine sehr allgemeine Beschreibung. Und das abgebildet sozusagen im Multithreading-System ist einfach ein Promise. Ich sage, ich habe hier was, das baut was. Und das Ergebnis davon ist jetzt noch nie da, aber ich habe hier ein Promise dafür. Das packe ich als Input in meine nächste Funktion. Und letztlich, was wir am Ende machen, ist diesen Abhängigkeitsbaum virtuell aufbauen. Und ich denke, das geht mit dieser Idee der Promises recht einfach. Kann man nicht noch einen Schritt weiter gehen? Sagen Sie, ein Promise verhält sich ja genau wie das Ding, was es promised eigentlich. Genau. Ja? Das heißt, eigentlich möchte ich, dass mein Bildsystem, dass da so ein, da liegt halt ein Binary. Das Binary, was ich erzeugen will, das liegt da schon. Und wenn ich es aufrufe, dann erkennt es, dass es ja noch gar nicht kompiliert ist. Ruft das Bildsystem auf, dass das Binary erzeugt. Also, weißt du, was ich meine? Also ich muss überhaupt nicht mehr das Bildsystem explizit aufrufen, weil das Bildsystem sich selber darum kümmert, ob man da jetzt wirklich ein Binary hinlegt, was Magisches irgendwie macht, oder ob man sagt, ich habe irgendeinen Wrapper, den ich aufrufe, der dann erkennt, das Binary, was ich versuche aufzurufen, ist noch gar nicht da und erzeugt es. So ein bisschen, es gibt ja bei Skriptsprachen, gibt es ja auch, dass ich einfach dieses, also bei Python zum Beispiel ist es ja so, wenn ich ein Python-Programm aufrufe, dann wird dieses IAC-Programm intern irgendwie erzeugt, aber die sehe ich gar nicht sozusagen. Ja. In dem Moment wird das ganze Bilden und sowas, das ist dann alles eigentlich nur so eine Art Caching, was ich da mache. Und ich habe wirklich diesen Promise-Effekt. Wäre, denke ich mal, sinnvoll, ja. Also es würde nämlich auch den Fall umgehen, dass man, man muss es benennen. Also das ist eben der Unterschied. Der Promise hat einen anderen Namen als das, was da drin steckt. Also mein Promise wäre im normalen Bildsystem im Prinzip mein Bild-Target. Und das ist ja nicht unbedingt .exe oder irgendwas, sondern das kann ja irgendwie heißen und generiert mir trotzdem nur die .exe. Also sozusagen, ich kann ja sagen Bild-Test oder Make-Check. Und der bildet mir einen Haufen Echsen und führt den Check aus, aber es gibt nie eine Check-Echse oder irgendwas. Und das ist halt der Unterschied. Also das Check ist im Prinzip der Promise als Name, aber was der sozusagen als Ergebnis, als Inhalt liefert, ist ja was ganz anderes. Das ist ja bestimmt. Wie sind die Diskrepanz dort? Also wir wissen ja gar nicht, wie das Executable heißt, wenn wir nie das Kommando aufgerufen haben. Wenn wir nie vorher festlegen wollen, was kommt denn bei dem Kommando raus? Aber das Kommando hat es ja schon als Parameter. Wir sagen ja dem GCC, was rauskommt, indirekt. Wir müssten dem gar nicht fragen, was kommt denn für ein Executable am Ende raus? Das weiß er ja durch seine Parameter. Und wenn wir es aufrufen, merken wir, okay, da kommt das Executable raus. Aber solange wir es noch nie aufgerufen haben, wissen wir nie, was rauskommt. Das ist halt der Trick da dran. Und wir müssen dem Ganzen natürlich trotzdem einen Namen geben. Und was eben auch zum Beispiel ist, dass wenn man Debug-Informationen mit dazu generiert, ist es ja auch nur fake zu sagen, man generiert hier ein Executable, selbst in Linux. Da kommen ja immer noch ein paar Debug-Symbole dazu. Und die sind ja eigentlich auch abhängig davon. Die andere Idee, die da jetzt drin steht, ist JavaScript zu verwenden. Wird es einfach nie, dass ich jetzt irgendwie JavaScript verwenden will. Zwei Sachen, die mir da einfallen. Das eine ist, JavaScript kennt, glaube ich, mittlerweile 99% aller Programmierer, zumindest die aus der Uni kommen, weil die irgendwann mal versucht haben, eine Webseite zu schreiben. Also zumindest so von der Syntax her. Ich weiß nicht, dass die da irgendwelche Einzelheiten kennen. Und ich glaube auch nicht, dass das andere ist, was. Man muss auch nicht zwingend dort, der große Vorteil von JavaScript ist, JavaScript per se als JavaScript, unabhängig jetzt, wenn man es nicht im Browser hat, hat erstmal nur genau die Umgebung, die wir dem auch geben. Und wenn man jetzt nicht diesen Fehler macht, den Sconce zum Beispiel macht und dort sagt, okay, wir können jetzt alle Python-Bibliotheken importieren, sondern sagt, nee, es gibt hier einfach nur das, was es gibt, dann kann man auch nur das benutzen. Dann hat man den Effekt wie bei CMake. Man kann eben das genauso einschränken, dass es nur das gibt, was wir sozusagen auch vordefiniert haben. Weil normalerweise braucht man im Bildsystem zum Beispiel nie irgendeine Bibliothek, um ein Bild zu verarbeiten oder so. Warum würde ich das machen? Warum nicht? Also, fallen mir schwere Anwendungen ein, zum Beispiel für die Tests möchte ich das vielleicht haben. Du musst es aber nie in deinem Bildsystem abbilden. Du kannst ja durchaus ein JavaScript per Node.js aufrufen oder irgendwas machen. Du kannst auch ein Python-Skript daneben legen, was das macht. Aber das ist dem Bildsystem an sich egal. Das Bildsystem hat nur die Aufgabe, das Bild zu orchestrieren und nie zwingen, zum Beispiel, was ich. Komplexe Config-Files zu generieren oder so.
Und wenn man jetzt sagen kann, okay, das ist vielleicht ein Anwendungsfall, dann sollte man dafür eine spezielle Funktionalität einbauen. Aber nur das, was gesagt wird, was das Bildsystem braucht, sollte auch drin sein. Ansonsten hast du diesen... Ja, das ist egal, der Witz, dass, wenn ich so mal jemanden frage, nach allem, was wir jetzt gesehen haben, sind Bildsysteme so unglaublich komplex und es gibt so wahnsinnig viele Sachen, die man machen möchte. Also gerade wenn es dann darum geht, Tests mit einzubauen und solche Sachen, was CMake ja schon macht, und das mitzuhaben, die integrierte Umgebung zu haben, die all diese extra Sachen auch hat, dass ich das gerade möchte, dass ich nicht meine Programmiersprache habe, die Bildsystemsprache, und dann noch eine weitere Sprache brauche, dann mehrere vielleicht noch, um meine Tests noch irgendwie zu konfigurieren oder was irgendwas, dann dass ich das alles damit auch noch abbilden kann. Ich meine, das wäre ja der große Vorteil davon, wenn man eine allgemeine Programmiersprache verwendet, dass man diese Sachen mit einbinden kann. Und ich würde aber, also... Ja, nur um das nochmal abzurunden. Die Idee, JavaScript zu verwenden, ist nicht die, zu sagen, wir wollen damit alles machen können, sondern die Idee ist davon, eine Syntax zu haben, die jeder Programmierer versteht und die auch in einer gewissen Sinnhaftigkeit entspricht. Also, wo man nicht wie bei CMake hinkommt und sagt, man macht halt alles über so Funktionsaufrufe, und weil das nur so über Funktionsaufrufe geht, muss man halt ein if schreiben mit der Funktion, mit einer Bedingung drin, und am Ende muss man ein endif schreiben, wo dieselbe Bedingung drin steht, wo ich sage, Ja, aber es ist einfach, also das ist peinlich, weil das CMake. Ja, aber klar, ich sage mal, und das ist einfach nur die Idee davon, zu sagen, okay, man nimmt eine Syntax, die einfach schon bekannt ist, man findet einfach nichts Neues, weil wozu? Und aber wenn die alte Syntax von CMake mit dem IF und so weiter, das darf keiner vortragen. Vor vielen Jahren. Also, das ist bekannt, Die werden es auch nicht ändern. Gar nicht. Also, ich finde, das erhöht die Einstiegshürde unglaublich. Wenn man sagt, okay, man hat eine allgemeine Skriptsprache, würde es das erstmal senken. Das heißt also nicht, dass man da irgendwie eine komplette V8 dahinter klemmen muss, sondern das heißt ja nur, dass man einen Syntaxanalyser nimmt, der JavaScript versteht. Die gibt's und dann kann man die auch verwenden. Am Ende muss man ja nur die Build-Dependency-Trees generieren da draußen. Ja, das ist ja nicht. Okay, ist kontrovers, wie es aussieht. ja, nur um das mal ein Stück weiter zu spinnen, also so, das ist jetzt angelehnt an die JavaScript-Syntax, die man von AMD benutzt dort, also von Node.js, gibt es eine Sache, wie kann ich jetzt mehrere JavaScript-Dateien zusammenbringen, ohne dass ich dann einen Kollaps kriege mit den ganzen Dependencies, weil normalerweise gibt es halt den globalen Namespace und der wäre ja für alle gleich. In Node.js haben die das erstmal getrennt und dort gibt es dann darauf aufsetzend nochmal eine verbesserte Syntax des AMD. Und dort sage ich jetzt hier zum Beispiel, ich define mir ein Symbol-Programm. Und dieses hat Abhängigkeiten von C++ im Modul und einem Clock-Modul. Und was die dann als Module haben, zum Beispiel so ein Import-Statement, kriege ich in diesem Parameter-Block mit. Also hier ist jetzt nicht reines JavaScript, sondern ich habe das CoffeeScript verwendet. Nur damit die Folie nicht sein wird. Also es ist halt auch eine Idee zu sagen, wenn andere Syntax zum Beispiel CoffeeScript. Und dort jetzt sage ich einfach zum Beispiel in meinem CPP-Modul nehme ich und sage, ich will jetzt eine Anwendung bauen, die nenne ich Programm und dann muss ich als zweiten Parameter, ähnlich wie das bei allen Systemen letztlich aussieht, die C++-Dateien da reingeben. Und dann benutze ich jetzt das Clock-Modul und sage, ja, find mir mal die Dateien. Und zwar Header-Dateien mit .h und CPP-Dateien mit .cpp. Und damit habe ich das ausgedrückt. So. Mehr wollte ich jetzt auch eigentlich gar nicht vortragen. So. Das ist die letzte Folie. Ich glaube, wir haben auch schon viel jetzt diskutiert. Ich weiß nicht, ob es überhaupt Sinn macht, jetzt noch ein Bildsystem dazuzubauen. Oder man sagt, es reicht im Prinzip, man hat CMake und man kann damit leben. Also ich glaube, auf der anderen Seite sind die C++-Programmierer in so einer Situation, wo die immer mit solchen halbfertigen Tools, ja, weil wir das schon immer so machen, immer weiter leben. Auf der anderen Seite finde ich es halt gut, also gerade CMake 3 hat halt mit diesen Parametern und so wirklich viele neue Möglichkeiten mitgeliefert. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, auch wirklich eine riesen Einstiegshürde, CMake zu verwenden. Also wenn ein Studenten sagt, hier, du lernst jetzt C++ und man gibt dem gleich CMake mit, dann geht er zweimal warm. Immer wegen C++ und immer wegen CMake.
Und ich muss auch zugeben, ich habe CMYK verwendet in einer Diplomarbeit oder irgendwas und völlig falsch. Also ich habe halt Makros geschrieben ohne Ende, weil ich mir dachte, ja, das muss ja so gehen, wie ich mir das vorstelle. Und ja, einfach den CMYK-Weg zu lernen, war mir an dem Stelle irgendwie, leuchtet mir nicht ein. Kann auch sein, dass die Dokumentation mittlerweile wesentlich besser ist, kann ich nicht beurteilen. Ich lese sie jetzt nicht jeden Tag, aber ich fürchte, der ist einfach schon mal ein ganz schönes Konzept dahinter, um zu sagen, okay, wir generieren irgendwie Ninja-Dateien, die werden dann mit dem Ninja-Tool ausgeführt und da werden dann die Compiler aufgerufen und die Linker und am Ende kommt irgendwas raus. Ich habe mal versucht, die Decke vom Tellerrand zu schaffen. Java mit von Arndt, also drei von der Welt. Auch nicht mehr. Es gibt Neven und was gibt es? Genau, die benutzen. Genau, das kann man deklarativ zu machen. Ich glaube, die sind mit dem XML selbst nie glücklich. Deswegen, also es gibt Gradle. Gradle ist ein bisschen wie CMYK. Von der Syntax her, also es hat jetzt so eine Pseudo-Skript-Sprache. Und ich habe es mir mal angeschaut. Es ist von der Idee her nie so verkehrt. Also auch für C++ haben die halt ihre speziellen Symbole sozusagen. Aber es ist nicht wirklich hackable in der Sinne, dass man sagt, okay, ich habe zum Beispiel mein Grammatik-Tool, was ich mir gerade selber geschrieben habe, und das will ich irgendwie einbinden. Da steht man ein Stück weit auf dem Schlauch. Es geht, aber es wird halt dann echt aufwendig. Ich habe es nie ausprobiert, insofern kann ich es irgendwie sagen, wie es in der Praxis nicht anfühlt. Und ich glaube eher, dass die kommen her aus der Richtung, dass sie sagen, okay, wir haben Java als Haupttarget und jetzt wollen wir halt C++ sofern mit abbilden, weil es gibt halt viele Java-Bibliotheken, die irgendwie eine C-API mit haben oder ein C++-Backend benutzen, um Performance rauszuholen für irgendwelche Berechnungen. Und dann wollen wir das natürlich mit eben Build-System bauen können und nochmal irgendwie andere mit reinbringen. Und das Ende ist schon schön, also das war die einfachen Beispiele sind nicht elegant, aber sobald die Projekte größer werden, ich weiß nicht, Projekte mit ordentlichen Modulen und dann Abhängigkeiten, da dann diese Entfalls gigantisch groß und dann durchzuscannen und zu gucken, was passiert. Und das ist auch sehr mühselig, muss ich sagen. Mit den Credits habe ich neulich mal bei einem anderen Projekt probiert, da hat er halt die Abhängigkeiten ratzfatz aufgelöst, erstmal schick, das funktioniert 1a, aber das ist die Frage, was passiert wirklich im Hintergrund? Ne? Aber das ist irgendwie für den Nutzer möglich, was eigentlich passiert. Wir haben aber ja auch sehr andere Anforderungen beim Java als jetzt beim C++ typischerweise. Also beim Java ist ja mehr, also was der Maven ja zum Beispiel macht, ist, dass man diese Abhängigkeiten lauter irgendwie kleine Bibliotheken haben kann und der findet die dann automatisch irgendwo im Netz und lädt sie hier runter und baut sie und setzt alles zusammen. Und das ist ja ein Problem, was wir in C++ in der Form gar nicht haben. In C++ haben wir ein ganz anderes Problem, dass man da was auf dem System findet, dass man die richtigen Compiler-Flags setzen kann. Je nachdem, das ist eine ganz andere Anforderung. Wir haben hier einen Bytecode und wir brauchen wirklich systemnahe Binary-Listen. Genau, wir haben, es gibt halt auch bei C oder C++, die ganze Zeit gibt es halt einfach viel mehr Varianten als beim Java. Ja, Java ist halt doch. Theoretisch auf allen Systemen gleich, praktisch auch nicht unbedingt, aber okay. Aber ist schon etwas anders, als es das bei C++ ist. Also ich glaube, man darf das jetzt auch nicht mehr so, das Build-System aus der, ich sag mal, aus der Make-Tradition ist eigentlich nicht mehr das, was wir nur wollen. Wir wollen Package-Management dazu haben. Also das, was NPM für JavaScript, Node.js macht oder was PIP oder wie das heißt bei Python macht und so weiter, das muss ja eigentlich drin sein, Maven ist ja auch irgendwie alles so mit drin. Ja? Dann wollen wir gerne, dass wir so ein Continuous Integration Zeug auch heutzutage mit drin haben, dass es Test und auch noch verschiedene, dass es irgendwie alles magisch damit läuft. Und das heißt, jedes Mal, wenn wir irgendwie vielleicht das Ding entwickelt haben, was die Anforderungen von gestern erfüllt, dann haben wir jetzt immer noch einen neuen. Und wir wollen ganz anders sein. Man entwickelt Software heute ganz anders, als man das vor 10 Jahren noch gemacht hat. Und dadurch, also eigentlich hätte man zum Beispiel, braucht man eine Git-Integration oder sowas, ja, oder überhaupt allgemeiner Source Code Management müsste besser integriert sein in diese Build-Systeme. Ich
ich möchte vielleicht eben sagen können, ich habe hier so ein Sub-Package, was er bitte in Git auspacken soll und bauen, damit dann reinziehen soll oder so. Ja. Das sind alles so Anforderungen, die aber noch sehr weit auseinander gehen. Also es ist schwierig, das alles in einem Mut zu bringen. Ich würde einfach noch mal was zum Meeting-Zyklus erzählen, weil das war nämlich der vorletzte Vortrag, bei dem ich war, auch genau zu dem Thema Richtung, ja, NPM, Package Management System, für C++ abzubilden. Und wir haben ja jetzt Docker, da ist noch mal alles. Nicht wirklich. Das ist Docker aus, glaube ich, eher so ein Hype, der viel verspricht, aber die meisten kennen es nicht und deswegen versteht es auch keiner. Und, aber an sich ändert Docker nichts. Es ist halt nur ein cooleres Interface. Und das ist, glaube ich, auch das, wo wir halt immer als C++-Community letztlich scheitern und sagen, ey, es geht doch schon, ist doch alles schon da, wir können mit Make alles bauen, wir brauchen jetzt noch ein Bild zu ziehen. Und dann ist halt schon die Luft raus, anstatt wie zum Beispiel JavaScript-Community, die geht da hin und sagt, hey, wir haben ja, weiß ich, Node.js, und dann kommen die jetzt vor 10 Leute und sagen, ja, Node.js, so. Schnee von gestern, die haben ihre API seit 12 Monaten nie geändert. Wir brauchen jetzt IO.js. Und das ist im Prinzip ein Fork von Node.js und die wollen halt einfach nur schneller entwickeln. Ja, also sozusagen dieser Ansatz zu sagen, Änderungen zu embracen und zu sagen, okay, schneller voran und besser zu werden. Und deswegen, also ist total krass, ne? Auf die Ruby-Community kriegt das nicht hin, zum Beispiel für Windows-Syntax-Highlighting irgendwie zu unterstützen. Die kommen jetzt, nachdem die Node-Leute das schon seit einem halben Jahr mindestens gelöst haben. Weißt du, die länger letzte Zeit nie ein, aber ich glaube, die haben es schon vorher gelöst. Und man nimmt Node.js und es funktioniert immer. Es gibt kein Tool, was das nicht unterstützt, weil die einfach eine Bibliothek haben und die hat das immer gemacht. Funktioniert halt auf Windows auch mit Farben in der Konsole. Also funktioniert es jetzt in allen Node.js-Bibliotheken, die das benutzen. Und es benutzen alle, weil die wechseln dann halt, wenn es notwendig ist. Und damit ist natürlich der Filter ist halt viel krasser als zum Beispiel bei C++. Da gibt es halt Bibliotheken wie OpenSSL oder so, die müssen halt einfach mal über 30 Jahre existieren, weil die brauchen wir halt für alles andere. Und sowas kannst du halt mit Node.js auch nie abbilden, aber sozusagen die neuen Sachen, die neuen Entwicklungen kommen natürlich dadurch viel schneller. Okay, vielleicht erstmal zum Meeting C++. Kein Wi-Fi. Genau. Da auf der ganzen Konferenz kein Wi-Fi. Ja. Ja, Organisator war halbwegs stolz drauf. Ja, er ist stolz drauf. Ja, dann, also jetzt hat er, war halt die erste Session war halt diese Welcome-Message von Jens Wellmer, der das organisiert. Und seine erste Ankündigung war halt kein Wi-Fi. Und die Grundaussage dahinter war, es gibt. Er hätte die Option gehabt, das von dem Hotel zu benutzen, wo die Konferenz stattgefunden hat. Aber da wäre klar gewesen, das ist genauso wie kein Wi-Fi. Und die Alternative, ein Custom Wi-Fi aufzubauen, ist halt schwierig, weil die waren das erste Mal dort. Das heißt, die kannten die Gegebenheiten nicht so exakt. Und ja, er hat jetzt auch keinen Sponsor gefunden, der sich sozusagen technisch versiert sah, das zu machen. Und da hat er einfach gesagt, okay, gibt es halt kein Wi-Fi. Und die Leute haben halt einfach mal 2 Tage offline. Guter Grund, keine E-Mails zu lesen, um den Herrn Chef zu sagen, hier, nicht gemerkt. Genau, also, ich kann es jetzt gerade nie gut lesen, aber das ist halt nur die Zusammenfassung. Das Gute waren 50 Studenten, hat er mit reingenommen, wurden halt gesponsert von der Firma. Also die durften kostenlos sein. Gut, dann war der erste Vortrag von Scott Myers. Ich denke mal, das ist hier ein Begriff. Er hat einen Großteil seines Vortrags dafür verwendet, im Prinzip seine Effective-Serie vorzustellen und das kommende Buch. Irgendwie hat wohl der Verleger auch die. Effective Modern C++. Es ist da. Ja, als E-Book. Genau. Und die ersten Print-Exemplare waren wohl auf der Konferenz, die ersten beiden. Also außerhalb vom Verlag. Und er hat über diesen 042, also den letzten, aus seinem aktuellen Buch dort gesprochen, was die Unterschiede zwischen, wann soll ich Pushback verwenden, also Inserts in Container, und wann soll ich Mplace verwenden. Und sein naiver Ansatz am Anfang war, einfach zu sagen, immer Mplace zu verwenden, weil kann theoretisch nie langsamer sein.
Dort hat aber dieser Howard Henning, der hat halt das mal analysiert. Wobei das Interessante war, dass die Analyse darauf basierte, wie viele Calls macht denn am Ende der Compiler für Konstruktoren, Kopiekonstruktoren und so weiter. Also, und die wurden dann in verschiedenen Farben in Balkendiagrammen dargestellt. Und kam raus, das ist doch am Ende nicht gleich. Und auch kontraintuitiv eben für Emplays oft mehr als für ein Insert. Und deswegen hat er dann irgendwie Regeln aufgestellt, wie das zu handhaben ist. Genau, und der zweite Teil seiner Keynote, also er hat auch zwischendurch eine Pause gemacht, ging dann darum, wie man das vermittelt. Also dass eben in seinen Büchern dieser Ansatz gemacht wird, okay, man will möglichst klare Regeln kurz und knackig formulieren und dann auch möglichst in zwei Seiten beschreiben. Das klappt nie immer und wird zunehmend komplizierter. Und die andere Prämisse wäre natürlich auch, wenn man es idealerweise auch elektronisch prüfen könnte. Also wenn es ein Tool gibt, was eben dann einfach ein Warning ausspuckt, wenn man es nicht einhält. Und das andere als Autor hat er zum Beispiel erwähnt, dass er für jedes seiner Bücher ein neues Tool verwendet. Für das aktuelle hat er wohl Word verwendet. Und danach, nachdem er das Buch geschrieben hat, das jedes Mal hasst. Weil es halt irgendwelche Funktionen nie funktionieren, so wie er es sich vorstellt und er bisher eben noch nichts gefunden hat. Und ein anderer Aspekt, der da auch mit reingespielt hat, war, dass eben auch für Vorträge diese Vermittlungsart sehr entscheidend anders geworden ist. Also die Printverlage sind halt immer noch darauf ausgelegt, schwarze Tinte auf weißes Papier zu drucken. Und sowas wie E-Books ist nur ein Aufsatz auf diesem Medium Papier, was dann dazu führt, dass es ist halt nicht mehr ideal geeignet. Also wenn man Syntax hat zum Beispiel, hat er sich jetzt durchgesetzt, dass es dort auch Farben im Buch gibt, dass er bestimmte Sachen highlighten kann. Aber wenn man zum Beispiel dann auf Telefon das liest, dann brechen die irgendwie anders um, weil eben nicht mehr so viel Zeichenbreite vorhanden ist und sowas. Und dafür gibt es aktuell auch noch keine finale Lösung. Und für Vorträge spielt sich das genauso ab. Er hat halt ein paar Beispiele gezeigt, wie er früher Vorträge gehalten hat und wie heute. Und heute ist es so, dass der Großteil der Audience für die Vorträge eben nicht mehr im Saal sitzt, sondern das im Internet bei YouTube anguckt. Und deswegen man auch ganz anders vorgehen müsste. Genau. Dann ging es weiter mit dem Coding Dojo. Ja, die haben, ist vielleicht auch eine Idee, was wir hier machen könnten. Die haben dieses Harry Potter Dojo gemacht, wo man versucht, die Harry Potter Buchserie zu verkaufen. Und wenn jemand zwei Bücher aus der Serie nimmt, dann kriegt er irgendwie Rabatt. Und die Rabatte sind interessant gestaffelt, sag ich mal, sodass man nicht einfach irgendwie eine allgemeine Formel dafür findet. Und das ist dann eine ziemliche Herausforderung, das richtig zu programmieren. Dort war der Ansatz dann auch das Testgetrieben zu machen, also immer erstmal einen Test zu schreiben, der fehlschlägt und dann das zu implementieren korrekt. Wir sind nicht wirklich weit gekommen, weil irgendwie das mit der Pause überlappt hat und so. Und, naja, die waren sich dann auch nicht wirklich einig. Aber es war interessant, das zu machen. Also gibt es eine Online-Plattform für, wenn Interesse ist, kann man das gerne hier auch machen. Die Online-Plattform kann man natürlich nicht verwenden, weil es gibt ja kein Wi-Fi, aber... Doch, der hat die in der virtuellen Maschine gehabt. Das gemacht. Nee, der hat eine virtuelle Maschine gehabt und der hat die Online-Plattform gehabt und konnte dann natürlich lokal connecten. Das war kein Problem. Man muss das Internet nur runterladen von. genau. Dann gab es einen Vortrag zu Value Classes mit modernen C++ von KDEP und dem Mark Mutz. war ziemlich detailliert, ging halt runter, wie man mit Pimpel, ohne Pimpel so eine Value Classes idealerweise abbildet. Die ganzen Vorträge gibt es dann auch online, glaube ich, also auf YouTube, wenn die alle demnächst hochgeladen. Das ist nur jetzt, was ich hier aufgeschrieben habe, sind die Vorträge, die ich auch besucht habe. Deswegen ist es natürlich nur mein Erlebnis von dort, nie was insgesamt stattgefunden hat. Dann die C++ Executors, das ist gerade ein ganz heißes Thema beim C++ Standard. Geht es ja darum, Parallelisierung wirklich handhabbar zu machen. Also man hat halt schon diese Tasks und Futures und will die natürlich irgendwie ausführen. Und wie die ausgeführt werden, wird letztlich in dem Executor bestimmt. Und da gibt es dann, welche, die halt auf N-Threads sich einfach verteilen oder die einfach für jeden Task einen neuen Thread erstellen und sowas. Ziemlich aufwendig oder auch,
Und er hat da im Prinzip vorgestellt, dass es halt viele konkurrierende Ansätze gibt und die sowohl beim Naming auch als wie es grob verwendet wird, sich nicht wirklich einig werden. Und da, es war schon mal kurz davor, Standard zu werden. Jetzt ist es aber wieder in der Diskussionsphase, weil, glaube ich, die Boost.io-Leute kamen nicht klar mit dem Standard. Und der ursprüngliche Ansatz wurde von Google und Microsoft wohl eingebracht. Und jetzt diskutieren sie halt, okay, wie können wir das alles noch hinkriegen, dass halt auch die Boost.io-Leute für ihre IO-Performance das ordentlich hinbekommen. Und ich denke, die Lösung wird dann schon gut. Ist nur die Frage, wann es kommt. Das ist halt, also so ausgedrückt, ist halt ein ziemlich dringendes Problem, aber man will es auch nicht falsch machen. Insofern muss man sich die Zeit nehmen, die es braucht. Genau, dann kam SQL PP11. Das ist eine ziemlich interessante Bibliothek, die SQL versucht abzubilden. Der Roland Bock hat da im Prinzip die ganzen Ideen geliefert und das eingebaut. Hat es gut motiviert und genau, benutzt letztlich dann Expression Templates, um diese SQL Queries sinnvoll in C++ aufzuschreiben. Also es sieht wirklich sehr praktikabel aus. Größte Einschränkung ist wohl aktuell, dass er nicht alle Datentypen von SQL unterstützen kann. Aber er hat mir dann auch erklärt, dass das im Prinzip nie notwendig ist, weil mit Date arbeitet man in C++ sowieso. Gibt es da so eine Datenpflege? Das SQL PP11 ist bei GitHub funktionierend. Okay, cool. No, also ich glaube, irgendwo auf irgendeiner anderen Konferenz da einen Vortrag gehalten, wo ich das Video von gesehen habe und das sieht sehr cool aus. Also das hört sich wirklich gut an. Es gibt auch schon jede Menge Konnektoren für so gängige Datenbanken und es soll wohl auch nie so schwer sein, eigene zu schreiben. Und es ist, also ich finde es als Konzept auch wirklich gelungen. Also klar, man kann hier an einigen Stellen noch irgendwelche Mängel entdecken, aber es ist ein Riesenfortschritt gegenüber einfach irgendwie was anderes zu machen. Auch das, was wir aktuell verwenden, so ein ORM-Mapper, ja, ist halt für, ich benutze die Datenbank so als Dump, also ich mache da halt Objekte speichern und laden, da funktioniert das gut. Aber wenn man SQL wirklich verwenden will, wenn man wirklich Queries zusammenbauen will mit verschiedenen Where-Statements und so, braucht man irgendeine Bibliothek, ansonsten man kriegt das ja nie ja, auf String-Basis sozusagen sauber hin, also zumindest nie stabil. Und er hat dann am nächsten Tag gleich nochmal einen Vortrag gehalten, war auch der Einzige, der 12 Vorträge gehalten hat, soweit ich das mitgekriegt habe. Wie er das hingekriegt hat, in SQL PP11 die Fehlermeldungen sinnvoll hinzukriegen. Also normalerweise ist ja, ist ja irgendwie Template, da kriegst du ja sonst was um die Ohren, wenn das fehlschlägt. Und der Trick ist wohl halt direkt am API-Layer, also wo der Anwender die Funktion aufruft, die Überprüfung durchzuführen und mit Static Assert letztlich die Fehlermeldung auszugeben. Das sofort am API zu machen, hat den Vorteil, dass nicht der Auth-Stack so lang wird, weil es wurde nicht eben von 100 Stellen aufgerufen. Und der andere Trick, das wirklich an dem API-Layer machen zu können, ist, vorher die Fehler in einem Typ im Prinzip per Template aufzusammeln. Und dann hat man die einen Typ und der sagt, ist ein Fehler aufgetreten. Und wenn ein Fehler aufgetreten hat, hat er eine Funktion, die halt den String ausgibt, was ausgegeben werden soll. Und ja, also die Ergebnisse sind auch sehr zufriedenstellend, was er so gezeigt hat. Ist natürlich auf der anderen Seite dann so für jemanden, der seine Bibliothek schreibt, schon mal, ich schreibe erstmal die Bibliothek und habe dann nochmal 50% des Aufwands, um die Fehlermeldung geschickt hinzubekommen. Nicht so zufriedenstellend, aber erstmal für den Verwendbarkeit schlechthin ist es natürlich ein riesen Ding. Ja, er wartet darauf, dass die Konzepte kommen und das kann man dann, er hofft, dass es dann wesentlich einfacher wird. Und er hat wohl auch schon. Er hat schon damit rumexperimentiert, aber es fängt auch, glaube ich, nicht alle Errors ab, die er braucht. Weil es eben nur auf Typen die Konzepte behandeln kann. Dann gab es von Christoph Henry den Vortrag hier zu Asynchronous, was eine C++-Implementierung von diesen Executors ist, die wir vorhin schon hatten. Und also es ist verfügbar, kann man einfach benutzen. Wer das jetzt braucht, ist sicher eine Lösung. Ansonsten würde ich halt eher warten, bis es im Standard irgendwann ist. Dann nochmal Multithreading, dann Write. Dort ging es im Prinzip auf richtig Basislevel, wie sollte man vorgehen. War ja im Prinzip wie eine Anleitung grob, was man machen soll und was man vermeiden sollte.
Wobei das meiste, glaube ich, eben sofort klar ist, wenn man damit anfängt, was zu machen. Also, Level war jetzt nicht so jenseits von Gut und Böse. Ja, dann kommt der interessante Talk zu dem Dependency Management. Der Daniel Pfeiffer hat dort über Brückel gesprochen. Das kommt aus dem Boost-Projekt, weil die eben im Boost-Projekt selber auch das Problem haben, ihre ganzen Submodule da korrekt zu verwalten. Und insgesamt natürlich auch irgendwie wechseln wollen auf CMake und so. Ist jetzt in den letzten 2 Jahren irgendwie komplett eingeschlafen. Also es hat im Wesentlichen ein Entwickler mal für ein paar Monate vorangetrieben bis zu einer Boost-Con. Hat das dort dann vorgestellt und auch unter anderem erwähnt, dass es eben nicht aushält, da noch länger dran zu arbeiten. Mittlerweile macht, also nicht, weil ihm das keinen Spaß macht, sondern einfach, weil er irgendwann mal seine Familie sehen will und eben nicht die ganze Freizeit nur in so ein Tool stecken kann. Der Ansatz ist sehr stark von CMake inspiriert, also es integriert nahezu in CMake, obwohl es selbst versucht, nur eine Bibliothek zu sein. Und diese Schizophrenie ist auch überall zu merken. Also ich finde es überhaupt nie völlig nicht gut durchdacht und auch nie rund. Und wie wir in der Diskussion danach auch gemerkt haben, ist der Ansatz, glaube ich, auch nie ausreichend. Also es funktioniert nie. So, es wird dann einfach nochmal, genau, das B-Code habe ich jetzt nochmal gefunden. Das ist im Prinzip eine funktionierende Version. Also dieses Rückel selber ist mehr oder weniger, es gibt ein Quellcode-Repository, da ist auch irgendwie Python-Code drin, aber die Aussage ist, das braucht man gar nicht anfassen, weil es ist nie für einen Endanwender benutzbar. Es ist eher so ein Konzept, wie es funktionieren sollte. Und es gibt einen Haufen Ideen, aber umgesetzt ist wenig. Und das B-Code selber ist eine Webseite, hat den größten Nachteil, dass es nicht Open Source ist, also als Bibliothek. Man kann es natürlich einfach verwenden, es ist kostenlos und steht auf der Webseite, dass es immer kostenlos sein soll. Aber das hat natürlich dann den Nachteil, man kann es nie weiterentwickeln, wenn es nie Open Source ist. Also man kann irgendwie gucken, wie machen die das, was machen die falsch, was machen die richtig, wie kann man da noch schneller werden oder besser werden, ist halt im Moment nie. Wir wissen nicht, ob es irgendwann Open Source machen. Es gibt es auch erst seit einem Monat oder so öffentlich. Insofern sicher interessant mal anzuschauen. Ich würde erstmal die letzten 10 Talks noch hier durchgehen und dann können wir gerne mal darüber diskutieren. Genau, das war schon das Update sozusagen fürs nächste Jahr. Der Plan ist dann wieder im Dezember Meeting C++ zu machen. Das Hotel bleibt das gleiche. Ob sie das mit dem WLAN hinkriegen, hat er nicht announced, hat er sich auch nicht weiter aus dem Fenster gelehnt. Das Einzige, was er angekündigt hat, obwohl es auch noch nie final ist, ist das Studentenprogramm. Und das Call for Paper ist dann irgendwie nur 2 Wochen, weil beim letzten Mal irgendwie viel zu viele Talks kamen und deswegen schränkt er den Zeitraum einfach ein, dass nur Leute kommen, die wirklich schon sich vorher vorbereitet haben und die dann auf den letzten Drücker noch irgendwie was einreichen. Das wird dann ein Voting geben, wo die Themen reingevotet werden in die Konferenz. Ich glaube, nur die Leute, die bisher mal teilgenommen haben, dürfen voten. Ja, und dann im Sommer, Juni soll das Programm stehen. Und in die letzte Keynote war dann von Hartmut Kaiser über Plain Threads are the go-to of today. Und er hat das ziemlich gut motiviert, warum das so ist. Also zum einen erstmal zu der Zeit, wo Goto verwendet wurde und dann gesagt wurde, ja, Goto ist schlecht. War halt auch so die Reaktion, ja, aber ohne Goto kriege ich keine Performance und ohne Goto habe ich Schwierigkeiten, über meinen Codes nachzudenken. Und ja, aus heutiger Sicht ist das natürlich alles lächerlich. Man sagt, ja, wer heute noch Goto verwendet, der ist irgendwo 40 Jahre nicht Softwareentwickler gewesen. Zumindest wenn er außerhalb von Assembler arbeitet, glaube ich. Also im Assembler geht es noch. Ja, und bei Threads hat er das auch motiviert, dass eben viele Leute sagen, ja, ohne die Threads weiß ich nicht, wie die Performance aussieht und ich kann nicht drüber schlussfolgern, ob das jetzt schneller wird oder langsamer. Und er hat dann demonstriert anhand dessen, dass man, wenn man parallelisiert und man wirklich viel parallelisiert, man sehr schnell behindert wird an jedem Code, der noch seriell arbeitet. Also wenn nur 5% des Codes seriell ist, heißt das, man kann nur maximal 20-fach schneller werden. Wenn 95% nämlich parallelisiert werden kann und die 5% nee, dann ist das genau der Bottleneck. Das ist genau Ambas Regel. Genau. Irgendwie so ein, ich habe mir nie jedes Wort gemerkt. Richtig. Wissenschaftlich arbeiten.
Genau. Und das hat er halt so, so angeführt. Da gibt es auch noch mehr dazu. Und deswegen... die Kommunikation von Norden. Das ist schon. Die wird halt nur mit dem Moment. Und ja, dann sehr stark dafür votiert, dass es eben in den C++-Standard kommt. Also letztlich Konstrukte, um schnell parallelisieren zu können, eben Algorithmen einfach zu sagen, per Default, die laufen parallel. Und wie die ablaufen, ist mir ziemlich egal. Das soll irgendwie der Rechner unter sich ausmachen. Ob der jetzt da 50 Threads macht oder 5, das kriegt der Rechner schon raus, auch entweder zur Compile-Time oder zur Laufzeit. Aber ich als Programmierer will eigentlich nie meinen Algorithmus beschreiben mit, der kann jetzt parallel laufen. Und ein paar Konzepte sind halt dieses Async, was Microsoft da einführt, und auch diese ja, Konstrukte, die noch über diese Promises und Futures hinausgehen, die im Moment existieren. Weil im Moment wohl nach seiner Aussage, dass es unbenutzbar ist. Ich kann es jetzt nie nachvollziehen, weil ich es nie probiert habe zu benutzen, aber ja, ich gehe auch davon aus, ja, dass er recht hat. Gut, ja. Zuerst mal mein kurzer Abriss dazu. Also war insgesamt sehr interessant. Der größte Nachteil war, dass es ein bisschen zu voll war. Also er hat eigentlich für 350 Leute geplant und hat jetzt 375 da gehabt. Dieser Keynote-Raum ist groß genug. Da hätten auch noch 400 reingepasst insgesamt. Aber die kleineren Nebentracks, die waren dann schon sehr eng. Und mit viel Stehen und gucken, dass man überhaupt noch reinkommt. Also bei... Und die... Er hat die Reihenfolge und auch die Sortierung der Vorträge nach dem Voting gemacht, was sich aber herausgestellt hat, dass sich mittlerweile die Interessenslage schon mal dezent geändert hat und eben andere Vorträge doch bevorzugt wurden gegenüber dem, was im Voting stand. Und dann kam es wohl irgendwie dazu, dass Track B und C nahezu 100% getauscht wurden von Räumen. Und manche Vorträge hätte er, glaube ich, auch A und B tauschen können, also den Keynote-Saal mit Tracks. Das haben sie dann nicht gemacht. Ja. Essen war super, wie es so gehört. Und ja, man kann auch sehr interessante Leute kennenlernen. Ist halt nie ganz so weit zu reisen. Demzufolge trifft man natürlich auch nicht alle ISO- und CPP-Mitglieder, die da irgendwie sein können. Aber war schon sehr erhellend. Waren die Vorträge auf Deutsch, Englisch? Oder Englisch alles. Alles auf. Ist die Vorträge online? Die laden jetzt auch. Also er hat jetzt irgendwie das Interview zwischen also Hartmut Kaiser, Scott Myers und dem Jens Werder hat er schon hochgeladen, aber alles andere kommt dann nächste Woche, glaube ich. Also, ich werde mir auch nochmal ein paar Sachen angucken, wo ich nicht reingehen konnte. Und dann vielleicht nochmal zurück zu dem Dependency Management System. Da ist halt so rausgekommen, erstmal der Rückelansatz ist der, zu sagen, man will irgendwie eine Webseite haben, wo die Pakete alle, also die Bibliotheken erstmal verfügbar sind, als Quellen, und dann, wie man die baut und benutzt. Und für ein konkretes Projekt beschreibt man dann natürlich seine Abhängigkeiten, also ich will Bibliothek A, B, C benutzen. Die Schwierigkeit kommt in dem Moment rein, wo man sagt, ja, ich will Bibliothek A unter bestimmten Defines oder Switches benutzen, Bibliothek B unter anderem. Und B und A haben auch noch eine Abhängigkeit zueinander zu klären. Kann B mit A arbeiten unter diesen Defines oder geht das nicht? Und eine andere Herausforderung, die auch in C++ dazu kommt, ist häufig zu sagen, man hat eine Bibliothek, zum Beispiel im Boost, irgendwie Chrono war ein Beispiel. Und Chrono kann serialisiert werden, hat aber per se erstmal keine Abhängigkeiten zur Serialisierung. Aber wenn es benutzt worden soll mit Serialisierung, muss es natürlich auch irgendwie da rein. Also es muss sozusagen Serialisierung vorher bekannt sein, bevor Chrono verwendet wird. Und das sind halt so Sachen, wo man sagt, ja, das dann noch in den Interface zu kriegen, was auch ein normaler Programmierer noch versteht, könnte schwierig werden. Und richtig krass wird es in dem Moment, wo wir anfangen zu überlegen, auch Binary-Bibliotheken zuzulassen. Motivation ist ganz klar, man will auch irgendwie zum Beispiel große Bibliotheken, die lange brauchen zum Kompilieren, benutzbar machen und auch, was ich, kommerzielle Bibliotheken, wo man nicht den Quelltod bekommt, was ich, irgendwelche Grafiktreiber oder irgendwelche Nvidia-Bibliotheken, um irgendwas zu berechnen oder so. Und dann wird es richtig schwierig, weil dann ist die Frage, ist mein aktuelles Compile kompatibel mit der Bibliothek in diesem Binary und klappt das mit meinen Bibliotheken, die ich hier noch dazu habe?
Und es geht ja so weit, dass man in C++ auch einfach eine Bibliothek schreiben kann und sagen, ich habe hier meine, weiß ich, Bibliothek A, die ich per Define in den Namespace flappe. Und wenn ich natürlich das mache, dieselbe Bibliothek nochmal einbinden kann mit einem anderen Namespace, mit anderen Optionen. Wenn das ein Build-System erklärt wird, oder so ein Abhängigkeitsgrafen, das ist wirklich spaßig. Und schon da ist halt dann diese Flexibilität, die ganzen Build-Tools liefern und auch C++ an sich, fällt jetzt da halt in den Rücken. Weil weder in Ruby noch in JavaScript gibt es irgend sowas. Doch, in JavaScript, NPM macht es ja. NPM installiert ja. NPM macht es nie in Binary. NPM installiert immer die Quellen. Genau, ja. Also was NPM aber macht, ist, wenn du Bibliotheken benutzt, die ihrerseits andere Bibliotheken benutzen, in verschiedenen Versionen und so, sorgt er dafür, dass jeder die Version von der Bibliothek kriegt, die er haben möchte. Auch wenn es heißt, dass er eine Bibliothek vielleicht 10-mal dann einbindet. Und die trägt nicht... Was macht der? Nee. Ich hatte jetzt den Fall, da war irgendwie für Windows eine Bibliothek kaputt. Und das war von Mokka, das ist ein Testframework. Und er hat irgendwo ganz tief drin, hat er so einen Clop-Suchalgorithmus, der Dateien nach Patterns suchen kann. Und dieses Clop war für Windows kaputt. Und jetzt konnte ich in meinem Package angeben, ich will diese Version von dem Clop haben. Und dann haben alle Abhängigkeiten auch diese Version bekommen. Sollte aber nicht so sein eigentlich. War der Patch, der auch sofort in dem Bug-Ticket rauskam. Also ich hatte bis dahin auch gedacht, dass die das ja sowieso für jedes Package ihre eigenen Node-Moduls-Verzeichnisse hinschreiben. Aber anscheinend wird es trotzdem durchiteriert mit den Versionen. Also wenn man einmal sagt, ich will die Version, dann kriegt auch jeder die Version. Also es sollte eigentlich so, ich weiß jetzt nicht, ich weiß nicht, wie er reagiert, wenn man sagt, man schränkt es ein, also man sagt in der Bibliotheksbeschreibung, ich kann nur mit Version 4.0.0 und ich sage jetzt woanders, ich will 4.2.2 haben, ob der dann sagt, okay, dann geht es halt nicht anders, dann kriegen die ungleiche Version. Es kann sein, dass man das irgendwie anders machen muss, wenn man die Bibliothek benutzt. Aber ich wollte eigentlich nur erstmal darauf hin, dass dieses Problem in C++ nochmal ein ganz anderes ist, weil selbst wenn wir es zulassen würden, zwei Versionen derselben Bibliothek zu verwenden, weißt du nicht, ob die exportierten Symbole von diesen Libs sich überschneiden beim Linken. Und das muss irgendjemand beschreiben. Und deswegen ist die Überlegung weiter, die du auch vorhin schon hattest, an sich ist das eine Anforderung an das Bildsystem. Ich brauche ein Bildsystem und dieses Bildsystem kann nämlich indirekt wissen, welche Symbole exportiert werden und kann anhand dieser exportierten Symbole auch wissen, wie bestimmte Bibliothek zum Beispiel zu verwenden ist. Ja, also die kann sagen, ich habe hier Bibliothek A mit Symbolen XYZ, ich habe Bibliothek A nochmal mit einer anderen Version, die hat auch das Symbol XYZ. Das wird beim Linken ein Problem geben. Man kann deswegen sagen, diese zwei Bibliotheken kann ich nicht zusammennehmen. Also muss ich versuchen, eine Version zu finden, die geht. Und das kann nur ein System, was sozusagen so viel Wissen über diese Bibliotheken hat, die bekommt man aber nie, indem man danach hingeht und sagt, ich lade hier die Lib und die Header-Dateien hoch. Aber woran willst du denn entscheiden, welches Symbol es dann nimmt? Woran willst du denn das Bildsystem denn entscheiden, welche Variante verwendet wird? Es will ja gar nicht entscheiden, welche Variante verwendet wird. Und wenn man es weiß, dass es ambiguous ist, weiß es, kann die beiden nicht zusammenverwenden. Das ist ja erstmal die wichtige Information. Symbol habe, aber es könnte ja durch Zufall gerade trotzdem das gleiche machen. Also nur weil ich das gleiche Symbol habe, heißt, weil ich das zusammenpacke. Allein das Symbol ist ja schon nicht ausreichend dafür die Entscheidung. Ist nicht? Also macht er das? Kriegt er das hin, wenn die Welten das. Der Linker ist dumm. Der Linker nimmt einfach die Welten, die nächsten Symbol wieder kommt. Ja, aber wenn es das doppelt gibt, sagt er mir, das ist ambiguous. Und deswegen, wenn du das gleiche Symbol in zwei Libs oder in zwei Objektdateien hast, dann kommt der Linker und sagt mir, das kann ich nicht entscheiden. Müsste er ja aber nicht. Also ich meine, man könnte den Linker ja theoretisch so machen, dass er. Ist er ja, nicht. Ja klar, aber ich meine, das ist wieder das Bildsystem, dieses Bildsystem zu ändern, weil du musst die Bildtools ändern, du musst den Linker ändern, du musst das Objektformat ändern vielleicht oder irgendwelche solche Sachen, dass du diese Sachen mit abbilden kannst. Das ist ja auch eine Diskussion in der C++-Welt, wie man das Modulproblem löst, ja, und dass
diese ganze Libraries, die in jedem System anders gebaut werden und nichts irgendwie zusammenfassen. Das ist das größere Problem, was dahinter steht. Ne? Ja, aber dann kommst du ganz schnell dahin, dass du sagst, okay, wir machen nur Source Only. Und dann kann ich es eben an den Sourcen entscheiden und fertig. Da fehlen ja prinzipiell bei den Binaries dann die ganzen Meta-Informationen, mit welchem Compiler habe ich gebaut, mit welchen Flex und so weiter. Und so. Genau, das muss eben alles getrackt werden. Oder man geht eben doch auf einer ganz anderen Ebene das Problem an, das ist ja das, was Docker jetzt zum Beispiel macht, dass ich eben sage, was interessiert mich meine Libraries, mein System, was ich habe. Ich gebe jedem Programm genau die Libraries und genau die Umgebung, die es haben möchte. Und die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Teilen meines Systems findet dann einfach über TCP-Verbindungen statt, die virtuell von einer virtuellen Maschine in die andere gehen oder sonst irgendwas. Ja. Oder irgendeine Art von der Prozesskommunikation. Oder das Problem ja quasi bloß verschoben. An der Stelle, wo es eigentlich auch geht. Naja, gut, also praktisch ist es gelöst. Praktisch ist es gelöst, ja. Also ich meine, sind neue Lehrer. Ja. Du hast natürlich neue Probleme, zum Beispiel hast du ein Problem, dass wenn du ein Security-Problem in der Library drin hast, dann musst du plötzlich 20 verschiedene Anwendungen updaten, mit die verschiedene Versionen dieser Library verwenden und statt dass du nur einmal updaten musst, musst du halt 20 Mal machen und mit einem besser fangen. Aber vielleicht, ja. Und es löst eben auch nie das Bildproblem. Weil eben, wenn du das baust, kann ja immer noch. Du bist von zwei Bibliotheken abhängig, die zwei verschiedene Versionen von einer anderen Bibliothek haben. Naja, du hast diesen Fall sozusagen dann nicht mehr im Idealfall, weil du lauter kleine Anwendungen hast, die nur irgendwie eine Kleinigkeit machen und das, unabhängig das voneinander sind. Andere, was eben Docker auch nie machen kann, ist eben für GUI-Anwendungen zu funktionieren. Also klar, ich kann mein X da irgendwie rauspipen oder was auch immer, aber nicht wirklich praktikabel. Also sobald ich da auf die Grafikkarte zugreifen will, ist Docker auch nicht mehr die Lösung. Nein, das geht natürlich nicht. Aber man könnte eben sagen, man macht die GUI-Anwendung, ist nur noch so eine kleine Schicht und alles, was danach gemacht wird, geht sofort in irgendwelche anderen das ist andere Prozesse. Das ist ein Niveau, du programmierst, aber die GUI-Anwendung ist nie nur eine kleine Schicht. Also es gibt vielleicht Sonderfälle, wo das so ist, aber in den meisten Fällen ist die GUI schon der Schlüssel, um überhaupt, also die GUI gibt auch vor, wie die Daten gehalten werden müssen, um schnell die Sachen, die GUI haben will, abfragen zu können und so weiter. Ja, GUIs brauchen wir nicht mehr heutzutage. Ich denke nur gerade an Anwendungen und sowas, dass das da alles einspielt und da die Abhängigkeit anguckt. Und das ist am Ende auch eine große Software und du kannst sicher Teile davon für irgendwelche Details kannst du rauslagern. Aber das löst eben nie das Problem, dass der Kern, der übrig bleibt, immer noch riesig ist und Abhängigkeiten hat. Und das andere, die Konsequenz, die wir aktuell davon haben, ist eben, dass auch die Bibliotheken einfach viel zu groß sind. Ich habe in der IRC-Kanal mal nachgefragt, warum ist es so kompliziert, hier eine der Zeile bei euch in irgendeiner Datei zu ändern und was zu fixen. Ich muss irgendein so ein Contributor-Zeug unterschreiben, muss da irgendwie mich autorisieren lassen, dann kann ich da so einen Pull-Request stellen, den guckt sich dann zwei Wochen keiner an. Und es ist einfach nie, also für eine Zeile, wo man in einer Minute nachprüfen könnte, dass sie jetzt kein Chartcode einfügt oder so. Ja, sondern kann man vielleicht nicht so einfach. Und die Antwort darauf war interessant, der hat einfach nur gesagt, naja, bei GitHub ist das einfach. Also bei GitHub könnte ich hingehen und sagen, okay, ich gehe in den Edit-Modus, ändere diese Zeile, so wie ich denke, dass sie sein müsste, drücke Update und der macht den Pull-Request und ich bin fertig. Also mein Arbeitsablauf ist, keine Ahnung, 5 Minuten Arbeit. Bei Qt müsste ich irgendwie eine halbe Stunde mindestens investieren, um alles richtig zu machen. Und die Antwort war, ja, Qt ist viel größer und würde bei GitHub gar nicht funktionieren. Meine Konsequenz daraus ist, Qt ist zu groß, warum sind die nicht viel kleiner? Warum sind das nicht 40 Bibliotheken, die alle nur genau das machen, was sie machen sollen und nie eine monolithische? Ein Stück weit haben sie es ja schon gemacht, die haben auch ihre Module aufgeteilt. Genauso wie Boos angefangen hat, ihre Module aufzuteilen. Aber dieser Prozess ist lange nie fertig. Also eben wie ich es gesagt habe, mit dieser Abhängigkeit von den Chrono-Bibliotheken in Boos. Klar, es ist ein Modul, aber machen die jetzt ein Chrono mit Serialisierung, ein Chrono nur ohne Serialisierung? Und am Ende kommt raus, ja,
war so die Diskussion, ja, das ist am Ende nur eine Header-Datei, die das ändert. Und dann fragst du dich, ist das eine neue Bibliothek? Und dann fragst du die JavaScript-Leute in Node.js, die haben gar kein Problem, da ist eine JavaScript-Datei, die enthält 3 Zeilen Quelltext und das ist eine Bibliothek. Deswegen da macht sich überhaupt keiner einen Kopf deswegen um. Deswegen passt auch nichts zu überwandern. Doch, das funktioniert. Weil diese drei Zeilen, meine Erfahrung. Diese drei Zeilen ändert ja auch nie jemand. Weil die machen genau eine Sache und die machen sie möglichst richtig. Und jeder, der drauf guckt, der sieht, ja, okay, das macht Sinn. Möglichst richtig. Und es gibt natürlich, die meisten Bibliotheken machen schon ein bisschen mehr, aber die machen wirklich genau eine Sache. Wie zum Beispiel das Mocker. Dann denkst du, okay, das ist ein Testframework. Und dann weißt du aus C++, was so ein Testframework alles umfasst. Und dann guckst du da rein und sagst, das sind 4 Dateien. Was machen denn die? Und dann guckst du rein und die orchestrieren nur einen Haufen anderer Bibliotheken. Und das passt zusammen, weil sozusagen derjenige, der das schreibt, eben nie sagt, okay, ich schreibe jetzt ein Testframework, diesen ganzen Bereich gibt es überhaupt nie, also schreibe ich alles in meinem Testframework. Sondern noch eine neue Bibliothek und dann noch eine. Und am Ende gibt es halt, klar, einen Abhängigkeitsbaum von irgendwie 10er Tiefe, aber das ist denen egal, weil es funktioniert. Und es funktioniert super. Und in C++ sind wir so afraid, wir haben hier eine Bibliothek, das ist eh ein Monolith und den musst du halt dann mit den Compile-Optionen jedes Mal so hintweaken, dass er genau das macht, was du jetzt brauchst. Und auch wenn, ich habe jetzt halt auch Sachen geschrieben, da gibt es halt Compile-Optionen, die sagen, ja, diesen Bereich hier komplett abschalten. Wenn du den nicht brauchst, dann hast du halt eine Abhängigkeit weniger und geht. Aber es ist am Ende nie der Weg, den man gehen müsste, um eben zu sagen, okay, das, man nimmt es einfach und es funktioniert. Das eben, man muss eben wissen, okay, ich brauche den nicht und diese Abhängigkeit will ich nicht und so, man muss jedes Mal reingucken. Und das kommt man nie hin. Die Idee wäre halt, der Idealzustand wäre, dass jede Bibliothek nur noch eine Beschreibung hat. Hier, ich habe die 5 Quelltextdateien, kompiliere die. Da kommt eine statische Bibliothek raus oder eine dynamische. Und eigentlich ist es auch schon egal, ob das statisch oder dynamisch ist, kann ja der machen, der das wirklich will. Naja, die Entwicklung geht ja so ein bisschen dahin. Also bei Boost sind es ja, also Großteil von Boost sind ja Header-Only-Libraries, die eben nicht mehr kompiliert werden. Und wo du genau das hast, du tust die Include-Files inkluden, die du haben möchtest. Und vielleicht gehen die Compile-Zeiten ein bisschen rauf, ja, je nachdem, wenn man Spirit benutzt, dann ganz ordentlich. Aber du hast viel mehr Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen, welche Sachen du haben willst, welche Sachen du nicht haben willst. Aber ich sag mal, Header-Only ist für einige Sachen eine Lösung, für viele Sachen nie. Du kannst. Klar, kannst theoretisch jetzt, kannst du alles header-only machen. Wäre jetzt mal die Frage. Aber der das verwendet, der muss eben genau wissen, was jetzt passiert. Und der muss eben auf die Idee kommen, zu sagen, okay, ich muss mich jetzt hier ein bisschen einschränken und kann ja nicht bei jeder Anweisung da irgendwie noch 12 Optionen mit übergeben, die jedes Mal anders sind, obwohl ich es gar nicht zwingend brauche, sondern es ist eben am Ende vielleicht besser, das Ganze nur einmal mit Template-Parametern auszustatten, einmal Link-Unit zu erstellen und die dann zu verwenden. Anstatt eben das durch kleine Compiler-Tweaks in 30 Typen aufzusplitten. Das ist halt in der Verwendung dann auch tricky, sag ich mal. Nee, und es setzt sich dann auch einfach nur eine Aussage. Ich weiß, dass man es nie einfach hinkriegt. Also C++ hat halt immer dann auch die nächste Diskrepanz, ist ja schon, selbst wenn es Header-Only-Bibliotheken sind, in dem Moment, wo einer Mühe anders machen will, als es so vorgesehen ist, funktioniert das alles nicht mehr. Wo in JavaScript das ja kein Problem ist. Da definiert in das Objekt noch eine Funktion rein und geht es auch so, wie ich das will. Und in anderen Skriptsprachen auch. In C++ geht das nicht, deswegen ist halt die Überlegung, die dahinter steckt, nochmal wesentlich komplexer. Und deswegen verhindert das, glaube ich, auch so ein Stück weit, dass wir so kleine Bibliotheken verwenden, weil jedes Mal, wenn dort jemand was ändert, der große Schwierigkeiten hat, das Interface, was er vorher hatte, wieder bereitzustellen. Das breakt halt ziemlich schnell. Auf dem Source-Level und auf dem Binary-Level sowieso. Ist nicht, dass das Interface dann richtig definiert ist? Das ist ja nie die Frage. Klar, es war das Interface nicht richtig definiert, wenn er es ändern musste. Ja. Aber es kann auch sein, dass seine Anforderung sich geändert hat. Ja, ich glaube nicht, dass diese kleinen Bibliotheken, dass das wirklich die Lösung ist. Ich glaube auch nicht, dass das funktioniert. Also nach meiner Erfahrung funktioniert es eben sehr häufig nicht. Und du hast keine Möglichkeit, wenn es nicht funktioniert, irgendwie davor
voranzukommen, weil du hast 20 Bibliotheken, die von 20 verschiedenen Leuten geschrieben sind. Manche davon sind von irgendeinem netten Projekt gemacht, wo mehrere Leute dahinter sind, wo du Bugreports schicken kannst, die das bearbeiten. Manche davon sind von Leuten geschrieben, die vor 5 Jahren aufgetaucht sind, kurz mal was gemacht haben und dann wieder in der Versenkung verschwunden sind, aber diesen Space jetzt besetzt haben, eine mediokre Bibliothek haben, die nicht das alles macht, was man möchte, aber es nicht weiterfliegen, dann kommt der Nächste, der was hat das auch irgendwie die halbe Sache löst und der hast du das gleiche Problem, hast du 5 verschiedene Bibliotheken, kannst du auch so welche verwenden willst, aber keine wird gepflegt. Sie machen immer nur den kleinen winzigen Teil, das heißt, du hast es multipliziert mit x Sachen und wenn es funktioniert, ist gut, aber wenn es nicht funktioniert, dann letztlich schreibst du dann diese ganzen Sachen immer wieder neu. Während du, und das scheint zu funktionieren in vielen Stellen deswegen, weil JavaScript sich so schnell entwickelt, oder das, was die Leute mit JavaScript machen, sich so schnell entwickeln, dass eh keiner Interesse hat, ein Code, der vor 3 Jahren geschrieben wurde, das interessiert keinen Menschen mehr. Weil das machen wir alles nicht mehr, aber benutzen wir AngularJS und nicht mehr bla, was wir vor 3 Jahren benutzt haben. Und deswegen funktioniert das, werden wir in C++ halt die Sachen, die wir vor 20 Jahren geschrieben haben, immer noch benutzen. Aber warum denn? Weil sie funktionieren und weil wir ganz andere Probleme lösen, weil wir nicht irgendwie im letzten Fan, was jetzt in der Welt gerade passiert, hinterherrennen, sondern weil wir was benutzen, was sich eben nicht geändert hat, ja? Oder bei 10 Jahren was benutzt, was funktioniert. Also man kann es auch andersrum sehen. Ich tue jetzt mal absichtlich so ein bisschen die andere Seite da betonen. Ein Stück weit hast du ja recht, aber ich glaube, auf der anderen Seite ist es eben, dass wir mit diesen großen Bibliotheken natürlich auch die Einstiegshürde für eine neue Bibliothek extrem hochsetzen. Weil wenn man jetzt kommt und sagt, nee, ich habe das Problem anders gelöst, dann sagt er, ja, du kannst aber X nie. Oder du kannst Y nie. Und dann sagt er, ja, das war ja auch gar nicht meine Aufgabe, ich habe ja das besser gemacht. Und nö, wenn du das andere nie kannst, dann ist es egal, dann nützt du uns nicht. Und das Problem gibt es eben in der JavaScript-Welt natürlich auch ein Stück weit, aber eben viel weiter verteilt, weil jede Bibliothek am Ende eher doch nur eine Sache macht. Da gibt es ja auch immer Bestrebungen, dass eine Bibliothek dann möglichst alles machen soll. Aber die Tendenz ist dann sehr schnell, das zu splitten und zu sagen, okay, das sind 2 verschiedene Preise und das. Ich finde es ja wunderbar gut, wenn eine Bibliothek nur eine Sache macht, aber sie soll eine halbe Sache machen. Und das ist es ja eigentlich das Problem, was ich sehe. Ja. Nach meiner Erfahrung machen die das schon echt gut. Also klar, man kann immer alles besser oder schlechter machen, aber insgesamt funktioniert es auch. Also ich muss jetzt nicht sagen, dass es nur funktioniert, wenn man eine große Bibliothek schreibt. Also, und das andere, weil es eben die Einstiegshürde so groß ist, na klar, gibt es dann auch in 20 Jahren noch nichts Neues. Weil die Sachen, die mal zwischendurch neu geschrieben wurden von irgendwelchen kreativen Leuten, die haben sich halt nie durchgesetzt, weil die halt nie alles abdecken konnten in ihrer Zeit. Und weil wenn ich so ein Update mache oder sowas, dann sind immer irgendwie 95% aller Sachen, die Updates haben, fangen mit lib irgendwas an. Das sind alles immer C-Libraries. Also es gibt eine ganze Menge kleine C-Libraries offensichtlich. Ja, hauptsächlich halt fürs System. Sobald man in Anwendungsgebiete kommt, dann werden die Bibliotheken, glaube ich, ziemlich groß. Aber das ist auch nur mein Gefühl, ich weiß nicht. Nee, gut, aber bei Hotels ist das sicher der Fall. Die sind halt monolithisch riesig, ja. Habt ihr da noch andere Erfahrungen? Das ist auch wirklich so, weil da wirklich große Endanwendungen im Spiel sind, die kommen wirklich riesige Bibliotheken, VGK und so. Das kleine Systemzeug sind irgendwie Bibliotheken für Bilderstellung, für Krypto und was nicht auch immer. Und das sind ja alles wirklich bloß wenige Kilobyte und so. Also ein Problem ist da sicher, dass also bei Qt zum Beispiel ist ja ein Grund, warum Qt so groß ist, ist, weil Qt ja alles selber macht, einen eigenen String-Typ hat und so weiter. Und C++ hat ja historisch das Problem, dass es keine gute Standardleitung gibt, die viele Sachen abdeckt. Das heißt, während diese ganzen Skriptsprachen, die haben das ja. Das heißt, wenn du jetzt du kriegst sehr, sehr viel mit in einem Standardsystem, wenn du jetzt ein Ruby oder ein JavaScript oder also Node oder was auch immer hast, dann ist schon so viel an diesem Standardzeug da, dass es viel einfacher ist, was Kleines aufzubauen. Ich muss ja, also wenn ich diese Grundtypen nicht habe, dann habe ich nichts, auf dem ich aufsetzen kann. Ich kann nicht kleine Sachen aufsetzen, die zusammenarbeiten,
sondern ich brauche das große, was monolithisch ist, was alles zusammen, damit ich überhaupt zusammenarbeiten kann, weil ich sonst nur gehen kann auf ein Char Stern wieder und damit will ich nicht arbeiten. Und das ist was, was ich meine, wo sie jetzt dran sind, dass sie die C-Standard-Bibliothek ausbauen. Und das ermöglicht dann auch, glaube ich, kleineren Bibliotheken sinnvollere Teile der Arbeit zu machen. Vielleicht. Du hast wahrscheinlich recht. Also sind viele Faktoren, die da reinspielen. Aber wir werden wahrscheinlich auch am Bild- und Packet-Management-System scheitern, wenn es nichts kommt in der Richtung, was ich wirklich durchsetzen kann. Warum man wahrscheinlich auch die Bibliotheken möglichst groß macht, ist, weil es häufig problematisch ist, eine Bibliothek nach außen in C++-Interface zu zeigen und weil meistens die Header dann, gerade wenn man auf verschiedenen Plattformen unterwegs ist, lieber quasi die externe API extern C macht und nur in drinnen C++ verwendet und das macht natürlich dann quasi die Verwendung von, also das Aufbauen von größeren Bibliotheken aus kleineren Bibliotheken im C++-Kontext nebenbei einfacher. Ja. Na gut.